Diese Begeisterung, genau, Schatz, Liebesgras. Also nicht wundern, Marc hat mich nicht Schatz genannt, er redet gerade tatsächlich mit seiner Frau. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo X-Max, schön, dass du wieder da bist, ich grüße dich. Ja, wie ihr schon hört, der Marc ist endlich mal wieder da, Nox 3007. Warte. Hi Noel, grüß dich, warte. Noel, Alter, ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Ja, der Marc ist endlich wieder da, ich freue mich tierisch, lange ist es her, der gute Marc ist umgezogen privat, das darf man ja glaube ich erwähnen, ich hoffe, das war jetzt nicht zu intim, ja, Marc. Von daher, er ist jetzt ready. Intim wäre es, wenn es meine Größe wirklich bekannt geben würde. Ja, okay, also Marc, Klammer auf, 8 cm, Klammer zu, ist umgezogen. Im kalten Zustand. Die Leute, die bei mir auf dem Discord sind, haben auch vielleicht sogar schon Bilder gesehen. Der Marc, der hat fleißig seine Zockerecke schon gepostet. Sieht echt geil aus, Marc. Hast du echt toll gemacht. Danke. Ja, und ansonsten, der Noel fragt schon, alles gut bei dir? Ja, doch. Bei mir ist alles gut. Ja, ich bin wieder fit. Ich habe heute zwar einen sehr anstrengenden Tag hinter mir, aber ich fühle mich blass. Alter, ich muss mal gucken, dass ich mehr Farbe in mein Gesicht kriege. Ich bin blass. Nee, alles gut. Mir geht's super. Ich bin ein bisschen platt, aber nur so erschöpft wegen Arbeitstag und nicht wegen krank oder so. Also ich fühle mich wunderbar. Danke der Nachfrage. So, ich laber schon wieder so viel. Ich bin immer nur am Labern. Kannst du mal herkommen? Ich kann ihm mal so ein bisschen ins Gesicht schlagen, dann bist du knallrot. Du, ohne Scheiß, ich würde gerne mal zu dir kommen. So, bevor ich jetzt schon wieder trinke. Ich trinke immer so viel im Stream. Ist ja gesund, aber meine Fresse. Kann ich gut nachvollziehen. Ich gehe erstmal aufs Spielen. Marc, du hast gesagt, oh, wir sind ja nur zu zweit, wir können ja mal ins... Wir können nicht ins Ranked. Meine Frau schreibt doch, mach doch. Wir können nicht ins Ranked. Wieso? Alter, ich bin schon wieder bei Qualifikation 0 von 10, ey. Ja, bin ich auch. Schon wieder? Oh. Wir haben uns doch qualifiziert. Müssen wir das jeden Monat machen? Nein, wenn eine neue Season ansteht, dann muss ich jedes Mal neue Qualifikation machen. So, ganz kurz, warte, X-Max, ich habe euer Gespräch bei Rakes in seinem Stream gehört, ich kann auch nicht mit einem Freund spielen, der auf PS4 spielt. Ja, ich war im Kopf total bei Fortnite. Fortnite ist ja ein Vorreiter, wenn es quasi um Crossplay geht, da geht ja, glaube ich, alles außer, nee, ich glaube sogar mit PlayStation, oder? Aber es geht alles. Nee, es geht, glaube ich, nicht alles. Ich glaube, es geht nicht PlayStation mit Xbox. PC kann mit Xbox, PC kann mit PlayStation, aber nicht genau. PlayStation mit Xbox. Ich glaube, das war's. Hat man es überhaupt gesehen? Ich mache hier oben, das sieht man gar nicht. Ich bin auch so geil, ey. Ich mache hier meine Gestikulation und da oben seht ihr gar nicht, was ich überhaupt rumzeige. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das hat man gesehen, ne? Keine Ahnung. So, irgendwie spinnt die Twitch-App gerade bei mir. Oh, Lars, erstmal hi, grüß dich und gute Besserung. Der Lars ist momentan krank, aber hi. Also zweiter Versuch. Sup, Ladies and Gentlemen and Dogs. Ja, genau. Was hat denn liebe Lars denn? Ich weiß es nicht. Er ist nicht auf Arbeit, also geht's ihm wohl nicht gut. Achso, ja, stimmt, der arbeitet ja mit dir. Das ist ein Arbeitskollege von mir. Er sitzt diagonal mir gegenüber quasi. Also ich kann, wenn ich... Kannst du jetzt mal auf Spielen klicken, damit man eine Gruppe... Ja, genau, bevor ich jetzt weiter laber kurz. Wollen wir unbedingt Qualifikation oder wollen wir Quickplay? Mach, solange wir noch zu zweit sind. Ja, dann los. Ja, hast du recht. Dann komm, ab in die Warteschlange. Dann laber ich weiter. Also, der Lars sitzt mir quasi diagonal gegenüber. Das heißt, wenn ich nach links vorne spucke, könnte ich ihn treffen. Aber ja, er ist ja gerade nicht da, also spucke ich einfach nicht. So richtig mit Schwung, wie im Willen besser, wo du in so einen Topf reinschaust. Ja, genau. Und dann so richtig metallisch klingt. Ja, bing! Genau. Ja, total bescheuert eigentlich, aber total geil. Ja, Julian LP, Switch und Xbox können auch zusammenspielen. No Sony darf, ja, nicht mit rauskommen zum Spielen. Ganz genau so ist es. Ja, stimmt, genau. Stimmt, die Switch hat ja jetzt auch Fortnite, vollkommen richtig, ja. Ja, achso, da geht's schon los. Oh, Ton. Falsches Spiel. Enemies turn to ban. Nein, ist er wieder da? Oh, Holzrusse, falsches Spiel. Oh, es tut mir leid. Ich werde dich nächstes Mal auf jeden Fall bei Counter-Strike Source mitnehmen. Ich hatte richtig Bauchschmerzen, allein dieses Spiel zu spielen. Ich hätte dann liebsten einen dabei gehabt. So, Belagerung Lichtmoor. Welche Karte ist das nochmal? Gratuliere dir Rare-Content zu Stufe 30. Ich habe noch 17 Sekunden. Es hat irgendwie noch niemand einen Charakter ausgewählt, kann das sein? Wir müssten erstmal bannen. Ach, wir spielen ja ranked. Ja, wer bannt denn? Ja, ich nicht. Ach, Mensch. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. So, hat Marc auch einen Kanal? Marc hat auch einen Kanal. Du schaust bei mir bei Twitch zu, scrollst da einfach runter. Da habe ich meine Twitch-Freunde, meine Buddies, habe ich da verlinkt. Da müsstest du den Marc finden. Raxin heißt er. So, das darf ich mich schon aussuchen, dann darf ich nicht. Also der Marc heißt Raxin, seinen Kanal findest du auch unter Raxin. R-A-Y-X-I-N. So, ich gucke Julian die ganze Zeit tief in die Augen. Was?
Warte. Was? Wieso guckt er dir tief in die Augen? Ich weiß nicht. Ich gucke einfach tief zurück. So, schreib dann einfach im Discord. Ja, ich schreibe dich auf jeden Fall anderen. Auf jeden Fall. Ich weiß ja jetzt, dass du auch CSS hast. Das klingt wie so eine Krankheit. Ich weiß, dass du Counter-Strike Source hast. Nächstes Mal schreibe ich dich auf jeden Fall an. So, dir fehlt nicht nur ein Paladins der Charakter. Badumps. Ja. Oh, Raxen, da seht ihr den Namen, Raxen. So. Ich sehe, glaube ich, schon die ganze Zeit bei dir links stehen. Oh. Ja, wie gesagt, ansonsten einfach runterscrollen. Also. Meine Stream-Buddies sind da alle verlinkt. Oh, schön hochziehen. Also, ich könnte Rackus spielen. Rackus? Sky könnte ich auch noch spielen, wäre auch nicht ganz verkehrt. Was fehlt denn noch? Tank und Flanke. Flanke ist der. Also ich spiele sonst Buck, dann gehe ich auf Flanke. Dann spiele ich Buck, wenn du tanken möchtest. Ja, dann nehme ich Rackus zum Tank. Ja, ja. So, ich meinte, auf Arbeit gucke ich dir in die Augen. Mann! Ach so. Ja, Lars. Ich wollte es auch gerade irgendwie nur ein bisschen übertreiben, ich weiß nicht. Ich stelle mir so witzig vor, ihr sitzt euch gegenüber. Es fehlt... Nox, vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Ach so, jetzt sind wir dran. Ah, okay, ja, dann nehme ich jetzt Buck einfach, okay? Ja. Buck! Wie er immer ausrastet. Achso, festlegen. Ich stelle mir immer so witzig vor, gerade, wie ihr euch da gegenüber auf der Arbeit sitzt und 8 Stunden auf der Arbeit euch einen Anstabwettbewerb liefert. Ja, ungefähr so ist es auch. Manchmal gehen wir auch zusammen was zu trinken holen und das dauert dann extra lang. Weil ihr ganz euch in die Augen guckt. Wo ist die Cola? Wo ist die Cola? Ich sehe sie nicht. Puff, aua, Tür! Genau. Oh, wir haben noch einen Andy im Team. Ah, ein gegnerischer Koga. Koga ist ganz böse. Da war der Follow. Ah, TP Stream hat gerade ziemlich lange gebraucht, bis er den Follow angezeigt hat. Hey. Hast du das auch das Problem? Ich jammer hier schon seit Wochen rum. Ich kriege bei mir in der Chat-Benachrichtigung über Streamlabs die Benachrichtigung, XY hat gefollowed. Und gefühlt 2 Minuten später kommt der Alert erst im Stream. Ja, anfangs, wo ich TP Stream mir eingerichtet habe, das ist harte Arbeit, Rex. Ja, okay. Ja. Ey, das ist voll Luxus, ey. Es liest sogar schon meinen Chat vor. Das ist mega Luxus. Geil, ne? Nee, anfangs, wo ich TV-Stream benutzt habe, war es instant immer da. Vielleicht so mit 2-3 Sekunden Verzögerung. Okay, ja. Das ging noch, ne? Aber mittlerweile habe ich selber festgestellt, ja, sehr, sehr große Verzögerung. Es ist einfach alles komisch geworden. Streamlabs hat ja irgendwann gar keine Alerts mehr angezeigt bei mir. Ich bin 2 Wochen ohne Alerts durch die Gegend gestreamt. Boah, jetzt ist es laut. Ich mache den Spielton mal ein bisschen leiser. Tut mir leid, Leute. Ja, bei dir ist er gerade auch ziemlich laut. Ja, es war im Menü sehr leise. Jetzt mit der Musik ist es sehr laut. Ich mache ein bisschen leiser einfach. Ich glaube, das ist eher... Weiß ich nicht. Also, wenn ich Streams schaue, dann möchte ich lieber... Nein. Netzschuss. Dann möchte ich lieber den Streamer hören und verstehen, als unbedingt das Spiel voll auf den Ohren zu haben. Ja, von daher mache ich lieber das Spiel einen Ticken leiser. Dann könnt ihr uns ein bisschen labern hören. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wo waren wir denn gerade, Marc? Sag mal kurz ein bisschen leise. Okay, jetzt sieht es gut aus von der Lautstärke. Okay, danke. Sehr gerne. Wo waren wir gerade? Keine Ahnung. Sehr gut. Dann beenden wir es einfach. Ich halte jetzt meine Schnauze die ganze Zeit und reden wir halt nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo waren wir denn? Ich muss mal den Mausempfindlichkeit ein bisschen höher stellen. So, kurz gucken. Da heile ich mich. Da war der Jump. So ist besser. Netzschuss. Zack. Okay, ich glaube, ja. Oh, den Charakter schon lange nicht mehr gespielt. Oh, ich möchte mich so ein bisschen von Victor lösen. Ja, ihr habt richtig gehört. Let the battle begin. Ach, da ist die Map. Ah. Juhu! Toll, voll gegen die Wand gesprungen. Mein armer Tiger. Oh. Oh ja. Ja, sauber. Alter, die Steinmauer. Oh, hier oben haben wir Koga. Nein, ich hätte noch einmal drücken müssen. Nein. Ah, der ist fast down. Wenn ihr Koga noch kriegt, dann seid ihr mega cool. Sehr schön. Oh, ich hab noch einmal. Ah, oh, die Pumpe ist so langsam. Ja, ich merke, ich spiele keinen Victor. Mist, wer ist eigentlich im gegnerischen Team? Shielden die hier? Komm. Ah, ich kauf danach. Die haben keinen Schilder, ne? Das ist auch richtig das Wort. Die shielden nicht, oder? Ja, die haben dafür die Steinmauer. Ja, okay, also Zerstörer okay. Bringt gar nichts. Darauf wollte ich hinaus. Ich meine, die. Das bringt auch was bei der Mauer. Ja, aber da nicht nur. Oh nein. Ja, bei der Mauer bestimmt, aber wenn die keinen haben, der explizit da irgendwo rumsteht und allen Leuten Schild gibt, dann muss ich es nicht... Oh, daneben. Muss ich es nicht unbedingt haben. Ja, Hauptsache, wir nehmen die Mitte jetzt ein. Das sieht doch ganz gut aus. Nein, ich bin down. Houston, oh, Bombe, Granate. Komm, 93, komm.
Ja, wir haben den Wagen. Oh, das kann nicht wahr sein. Du hast ja auch, glaube ich, nur... Oh nein. Ich glaube, du hast nur 4 Schuss mit dem Gewehr hier. So, den nehmen wir mit. Du machst aber auch Schaden. Ja, das Ding macht guten Schaden auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen, ja, spärlich von der Munition. Von der Magazingröße. So, ich habe gesehen, X-Max, du hast geschrieben. Ich lese es gleich vor, es tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen shame on me. Oh, wen haben wir denn hier? Nein, der springt da. Ah, Rexen, sehr gut. Das war eigentlich meiner. Nein, Spaß. Ah, den hatte ich so im Visier und ich schieße 3-mal daneben. Also eigentlich hast du mich eher gerettet. Oh, hallo. Wow, wow. Wen haben wir denn da? Milady. Und er holt sich schon wieder den Kill. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alter. Aber 7-1, das ist doch für die erste Runde. Eigentlich muss ich mich immer erst warm spielen. Nein. Oh, Alter. Da kam auf einmal der Schaden rein. So, hä? Wenn ich meine Qualifikation mache, habe ich Mates und Gegner, die alle so Level 50 Champs haben. Da kann ich gar nichts machen. Er ist der Schild. Grammar-Nazi. Oh, es ist der Schild, nicht er. Es ist der Schild. Ja, es tut mir leid, Lars. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, dass ich Hochdeutsch spreche quasi, vernünftig spreche. Jetzt, wo Lars wieder da ist, da muss ich mich ein bisschen mehr bemühen. So, da steht 1-0. Das ist ja schon mal die richtige Richtung. So, den nehmen wir mal aus dem Spiel raus. Ich habe mal dran gedacht, mein Ulti einzusetzen, ohne dass mir es jemand gesagt hat. Wahnsinn. Ich habe vor der Runde dran gedacht, aber irgendwie denke ich mir jetzt so, ach, gibt Schlimmeres. So, Kogar, dich nehmen wir auch mal raus. Ein bisschen Heal wäre ganz geil. Wo ist ein Pip? Oh, da ist schon mal ein Hühnchen. Das Hühnchen ist tot. Sehr gut, schieb mal vor. Ja, super. Alter. Gute Runde. Gute Runde. Auf jeden. Und ich habe nicht einmal was gekauft. Refugium brauche ich nicht. Ich glaube, eigentlich ist mein Charakter aufs Töten ausgelegt. Ich gehe, glaube ich, mal auf heilsames Töten. Refugium ist ganz gut. Ich glaube, Lebens ist, glaube ich, noch ganz gut, ne? Ja, ich gehe momentan gehe ich öfter mal auf heilsames Töten. Lebensriss gibt dir ja durchgehend mit Damage ein bisschen Lebensenergie wieder, 10%. Genau. Und heilsames Töten bringt wirklich für den Kill einmal 300 LP. Es kommt also darauf an, ob du mit deinem Charakter finisht oder nur Damage machst. Da musst du gucken. Ich mache nur, der Rackus ist eher so der Damage-Stil. Dann gehen wir auf Lebensriss. Ich bin jetzt mit meinem mal vorsichtig auf heilsames Töten gegangen, denn eigentlich gehe ich mit der Pumpe ja auf jemanden zu, um ihn wegzumachen. Ah, das ist das Schild wieder. Die Wand. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Was? War ich gerade noch full life? Warum bin ich auf einmal tot? War das eine Granate? Granate geschmissen und mich angehittet? Ach, so full life hatte ich gar nicht. Das ging einfach nur sehr schnell. Ich bin einfach nur sehr schlecht. Ja, so kann man es nicht. On my way. Attack. Be careful. So. Ich hab vergessen nachzuladen. Scheiße. Da ist das ganze Team. Ich hab das Team gefunden. Heilsames Töten halt auch bei. Okay, bei Assist, okay, das ist auch gut zu wissen. Oh, ich mach einfach zu wenig Damage hier. Ja, da müssen wir aber gucken, macht man in dem Spiel gerade viele Kills oder eher wenig. Naja, genau, da muss man halt gucken, welche Rolle spielt man. Und in welcher Verfassung ist man gerade. Ah, das haben die echt noch die Karre gekriegt. Ah, die Karre bleibt aber jetzt im Raum stehen. Die wird das Gebäude hier nicht verlassen. Hier lohnt sich das gerade eher weniger. Ach was! Töten. X-Max, heilsames Töten heilt auch bei Assist. Das lese ich jetzt erst. Danke dir. Ich habe schon wieder nur einen Schuss gebraucht und ich krieg ihn nicht raus. Zitat Walter Ulbricht: Das war mein Motto in meiner Schulabschlusszeitung. Sehr gut. So, was machen wir hier? Oh, warte mal, flinke Hände. Oh, ich bin auch ein Depp. Das brauchst du unbedingt für Bug. Schnelles Nachladen. Gerade das ist ja der negative Punkt von Buck hier, dieses lange Nachladen. So, den nehmen wir mal raus. Oh ne, das ist unser Tipp. Wow, was schießt du hier einfach so aus dem Fenster raus? Was soll denn das? Kommt der jetzt hinten rum? Er kommt hinten rum, er umläuft uns. Ja, voll daneben, Mist. Sehr schön. Da hat mir Pip gerade den Arsch gerettet. Mein letzter Schuss im Magazin hat nämlich nicht ganz getötet. Oh, es kann nicht wahr sein. Der ist so schnell.
Ich brauche immer nur einen Schuss mehr für Koga. Der holt mich mit seinen letzten HPs immer noch weg. Ah, das ist unglaublich. So, ich kann mir gerade nichts kaufen. Nase! Oh, mein Hundi passt ja gar nicht. Was ist denn da los? Ich bin verreckt. So, weiter Lebensriss kaufen. So. So, pack mal da mal hin. Moin, komme von Julian. Jawohl. Grüß dich, Nox. Ah, Noel. Da geht er mir fremd. Kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, ist da. Oh, aber. So. Wow. Du Drecksack. Da habe ich ihn einfach mal laufen lassen gerade. Ah, komm her, wo ist er? Victor. Victor. Komm her, du warst hier. Ach, der ist schon tot. Ach, ich mag mein Team. 15 Seconds remaining. So. Hier war doch noch einer. Duell nennen. Okay, wenn ich mir merken kann und ich vergesse, dann werde ich auf jeden Fall. Busser. Da, stirb da! Stirb, du dreckige Muttersau! Aber er ist nicht weit gekommen, der Wagen. Der war noch mit den Hinterrädern im Haus. Der hat's echt nicht weit geschafft. Flinkheit ist natürlich auch was ganz Geiles, ne? Wenn du Flinkheit mit Rackus richtig durchpowerst, dann kannst du fast durchschießen. Der lädt echt total schnell nach dann, das ist echt krass. Das, was du meinst, ist dann flinke Hände. Ich meine Flinkheit mit Lauftempo. Ach so, Flinkheit, ja, okay. Mhm. Nee, also flinke Hände, da werde ich jetzt raufgehen. Das macht total Sinn bei Buck. 16,5. Oh, so einen glorreichen Start hingelegt. Das lasse ich ein bisschen nach. Wobei mich Koga 2-3 Mal gekriegt hat. Also von den 5 Kills, oder Toden, von den 5 Toden, gehen auf jeden Fall 3 auf Kogas Konto. Ganz ehrlich, seit diese Koga Release, oder habe ich das Spiel nicht wirklich gespielt? Muttersau. Oink, oink, genau. Genau so ist es. The Oink Strikes Back. Ich hab gegen Koga noch nie gespielt, deswegen ist das erste Mal, dass ich... Alter, da kommt der Victor, was willst du denn? Der Victor ist aber auch sehr mutig. Oh. Ne? Die mit ihrer Wand, ne? Das Polyde ist. So, der ist weg. Oh, ich aber auch gleich. Bisschen Heal. Oh. Wir müssen jetzt echt die Mitte hier einnehmen. Das sieht doch ganz gut aus. Super. Tschüss. Oh nein, seine Ult war noch an. Nase! Da war seine Ult immer noch an. Oh, voll das geile Gewehr, ey. Das sieht echt cool aus mit seinem Skin. Zack, zack und weg. Ah, Mist. Da hab ich Mist gebaut gerade. Da hab ich Mist gebaut. Aber von den Prozenten her, das sieht gerade ganz gut aus. Wir nehmen immer noch ein. Und ich komme jetzt auch noch. Nein, Spaß. Erscheinen, wäre mir lieber. So. Links, links, links. Ich hab's gemerkt. Victory. Ja, super. Das war ein gutes Qualifikationsspiel. So, jetzt schreiben wir noch richtig gepflegt rein, so easy. Ja, genau. Das ist aber auch ein abgefahrener Skin, ne? Also, der sieht richtig geil aus. Boah, das ist ja ein geiler Charakter. Ich hab den noch nie gespielt. Ich finde den Skin richtig abgefahren. Cool. Ja, nicht schlecht. Nein, der Greenscreen! Ja, ich habe da unten so eine kleine Ecke gehabt, weil mein Greenscreen richtig. Qualifikation, da machen wir doch gleich weiter, ey. Wenn das so weitergeht, dann wären wir heute trotzdem nicht fertig. Champion. Ja, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, 1,5 Stunden gemacht und ich glaube, wir haben 3 Streams gebraucht. 3 durchgehende Streams. So, Timo Pro Jumper. Hi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Da ist es. Anpassen. Ich will mal kurz gucken. Exklusiv. Ach, das Skin ist so in Truhen drin, okay. Ah, apropos, ich habe hier ganz viele Zahlen am Leuchten. Champions 5? Habe ich neue Skins bekommen? Oh, meine Frau ist 120 im WoW geworden. Gratuliere dir, Schatz. Hast du endlich geschafft. Ach, die kann ich kaufen. Ja, ich gratuliere dir auch, Schatz. Kann ich mitspielen, Timo Pro Jumper. Du kannst auf jeden Fall mitspielen. Kommst einfach in den Discord. Gehst in den General-Sprachchat. Ich zieh dich runter in unsere Gruppe und dann kannst du gerne mitspielen. Nach der Runde. Was hat die denn für ein Gunblade?
Was heißt das eigentlich, dieses goldene Zeichen immer bei denen? Das hast du auch, Julian. Was denn, goldenes Zeichen? Ich habe ein goldenes Zeichen. Ja, also, links neben deinem Namen hast du so ein goldenes Zeichen. Stimmt. Keine Ahnung, Battle Pass? Hast du den? Nee, ich habe den nicht. Ja, ich habe den. Hier, ich geb mal einen aus. Your team's turn to ban. So, ich muss mal gucken. Jaguar-Fälle. Oh, das ist auch so eine richtig miese Map. Sperren. Makoa ist auf jeden Fall schon mal weg, das ist gut. Makoa ist tödlich Gunblade. Auf der Karte. Final Fantasy 8 Gunblade. Ja, nice. So, ich würde dann auch mitmachen. Spielt ja auch noch normal. Müssen wir dann sogar. Ne, du kannst sehr gerne mitmachen, X-Max oder Max. Du kannst sehr gerne mitmachen. Wir spielen dann natürlich normal. Ich glaube, man kann Qualifikation maximal zu zweit spielen. Von daher, ja, würden wir ganz normal spielen. Also könnt ihr gerne machen, ihr beiden. Wie gesagt, bitte auf den Discord kommen. Dann können wir gerne zu viert spielen. Ich würde ja auch mal unheimlich gerne ja die Final Fantasy-Teile Let's Play, ne? Aber mich schreckt das einfach immer so zurück. Erstens diese extreme Länge von diesen Spielen, wenn du wirklich 100% spielen willst. Mhm. Und geschweige denn, es ist einfach so viel Text. Du musst so viel vorlesen. Das ist genauso der Punkt, der mich bei The Elder Scrolls Online oder bei Star Wars The Old Republic anspricht. Das wäre ein voll vertontes MMO jeweils. Daher brauchst du nicht groß viel lesen. Du sprichst einfach die Charaktere an und es wird alles vorgelesen. Und das ist auch bei beiden Spielen toll synchronisiert, also, oder lokalisiert. Ist schon ganz toll. So, ich bin der Letzte. Da oben sitzen zwei, aber die holen wir gleich runter nach dem Match, ne? Oder? Ja. Ne, also Timo Projumper und Max, ihr seid ja schon beide drin im Discord. Nach dem Spiel ziehen wir euch dann runter, nach der Runde. Nach dem Stream, nein, Spaß. Nach dieser Runde ziehen wir euch runter. So, ich bin irgendwie so mega blass heute auf der Kamera. Voll gruselig. Ich weiß auch warum. Ich habe gestern wieder Fotos geschossen mit der Kamera. Ich bin noch im natürlichen Modus. Oh, ich muss wirklich wieder Tank spielen. Okay. Ich bin im total falschen Bildmodus mit der Kamera. Anfängt, ne? Da könnt ihr knicken. In WoW, okay, spiele ich die ganze Zeit einen Tank von mir aus gerne, aber hier im Spiel habe ich vielleicht auch mal ein bisschen Damage machen. So, wir haben alles, dann spiele ich doch Jaguar-Fälle. Da macht Bug Sinn, weil es einfach so eng ist. Da macht Bug Sinn. Ah, deswegen bin ich so blass heute. Ich bin echt im natürlichen Farbmodus unterwegs, ja. Das ist meine Schuld, das ist dann Donnerstag anders. Ja, siehst du, man kann es auch sehen. So sehen wir gerade den Julian in natürlicher Farbe. Ja, man sieht es auch am Headset. Das ist schön blau, ne? Also ich bin wirklich kreidebleich, ey. Ich bin Vampir. Also ganz ehrlich, ich bin ein Vampir. Wer mir zu nahe kommt, der wird gebissen. Warum lässt das nicht einfach so, wenn es natürlich ist? Also ich finde natürlich Farben immer schöner als komplett aufgestachelt. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das sind aber auch eher die Fotostudio-Lampen hier, die ich habe. Die haben ja dieses weiße Licht. Ich glaube, wenn ich hier gelbe Glühbirnen, also einen anderen Kelvin-Wert reinsetzen würde, ich glaube, dann würde ich allgemein einfach gelber aussehen. So, du bist so blass, weil du so ein scheiß Kellerkind bist. Das ist auch geil. Oh, habe ich nicht festgelegt? Das kann ich nicht mehr festlegen. Hat automatisch gemacht wahrscheinlich, ne? Aber gut, dass du das schreibst, Max. So, genau wie ich. Ja, ITler, ne? Wir sind ja alle Kellerkinder. Also ganz ehrlich, wenn morgens der Chef das Licht anmacht, dann sind wir erstmal am Fauchen. Das ist ganz normal. Scheiße. Ja, ich bin aber auch teilweise blass um die Nase. Aber sobald ich in die Sonne gehe, dann ist das Geile. Ich kann 2-3 Stunden in die Sonne gehen, ich bin braun. Ja, ich werde auch schnell rot. Nee, ich werde braun, nicht rot. Ich werde braun. Meine Frau, die wird rot. Bin auch blass und ITler, Gigaswitch TV. Hi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ja, das ist... das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen anderen Farbmodus nehme, wobei ich natürlich auch immer bevorzuge. Ich müsste einfach mal andere Glühbirnen kaufen. Ne? Dieses Weißlicht, ich glaube, das ist das Schlimme einfach. Ich bin die Blassheit in Person. Das stimmt sogar. Ich glaube, wenn ich gelblichere Lampen oder Glühbirnen hätte, dann wäre das schon ganz anders. Meins war die Warmwarnlampen. Naja, genau, das sind ja Kelvin-Werte. Das sind ja nur andere Glühbirnen, die ich kaufen muss. Ja, aber. So, was spielst du donnerstags? Oh, donnerstags spiele ich immer frei Schnauze. Das, wo ich Bock drauf habe. Oder falls mal neue Spiele rauskommen in den Early Access, einfach mal so ein Let's Test, einfach mal ausprobieren mit euch zusammen. Oder wenn ihr dienstags oder donnerstags einmal Spielvorschläge macht. Jetzt Donnerstag wollen wir Blackwake spielen. Marc, du bist herzlich eingeladen. Ja, ich bin ja sowieso dabei. Ja, ne? Wir spielen Blackwake am Donnerstag und ansonsten immer unterschiedliche Spiele. Donnerstags ist wirklich Open Stream, was wir Bock haben, spielen wir.
Und da ich ja nur zwei feste Streamtage habe, an Wochenenden immer so frei Schnauze, habe ich gesagt, dann mache ich unter der Woche einen festen Stream, immer Paladins. Dann wisst ihr, wenn ihr dienstags einschaltet, seht ihr Paladins. Und donnerstags ist dann immer so ein bisschen, lasst euch überraschen, mal was anderes. Oh, das war, glaube ich, dumm, da reinzulaufen. Ein klassischer Fall von Julian. Oh, zwei Schilde, Zerstörer. Zerstörer, unbedingt. Unbedingt, ja, die holen sie jetzt hier Punkt. Und ich habe jetzt Dings Refugium gerade gekauft. Ja, diese Karte musst du aber auch leider wirklich genauso spielen, das ist ja das Schlimme. Ah. Von hinten kommen welche. Hashtag von hinten. Alter, oh. Das ist gemein, ne? Ist er noch da? Wo ist er? Oh, hinter mir auch. Oh mein Gott. Oh, der ist so langsam. Diese Waffe ist so langsam. So, blum, blum, blum. In Chemnitz wird man auch schnell braun. Heute mal kein Team Deathmatch. Wir spielen gleich jeden Modus. Wir machen jetzt nochmal eine Runde Ranked. Ich muss auf jeden Fall auf Zerstörer gehen. Und danach werden wir dann mit zwei weiteren Zuschauern in den normalen Modus gehen und alles Mögliche spielen. Team Deathmatch, Eroberung. Also ich glaube, Nico, nein. Lass mich los! So. Oh, Doppel-U, oh, dreimal U, das sind ja überall Gegner. Da sind überall Schilde, das ist. Kennst das du League of Legends? Ich glaube, jeder PC-Spieler kennt League of Legends. Ich kann's nur nicht. Das ist wirklich so ein Spiel, also ich bin allgemein kein guter Gamer, aber das ist so ein Spiel, damit kann ich's beweisen, dass ich kein guter Gamer bin. Das kann ich wirklich gar nicht. Ich habe das Spiel mal angefangen, um ein Mädchen zu imponieren. Und nicht mal das habe ich geschafft. Das war eine ganz traurige Nummer. Wir brauchen so dringend Zerstörer, ne? Ja, ich bin schon aufgegangen einmal. Unbedingt. Ohne Zerstörer kommen wir hier nicht weiter. Oh, von rechts kommen sie. Dass wir die jetzt mal kurz zurückgepusht haben, ist ein Wunder. Aber sobald wir Zerstörer, ich denke mal, auf Stufe 2 haben, wird es einigermaßen gut laufen. Dann gehen die Spiele relativ gut runter. Ich habe den Sniper. Na, ah, was macht das ein Schild? Nein! Diese Schattentussi, die ist mir entkommen! Nein! Lass mich am Leben! So, ich mache jetzt auch mal Doppelchat. Nightsing, hey, grüß dich, Nadine! Altes Haus, wie geht's dir denn? Nein! Ich bin tot. So, wie kann man damit Mädchen anmachen? Kannst du mir das beibringen? Ja, ich habe eine kennengelernt, die halt League of Legends ganz, ganz viel gespielt hat. Und dann. Ja, ein Arbeitskollege von mir mochte die Schwester und dann haben wir beide einfach mit League of Legends angefangen, zufällig, und haben dann mal so gefragt, ob wir mal mit denen zusammen zocken können. Und das lief dann auch gut, solange bis die gemerkt haben, wie schlecht wir eigentlich sind. Und dann ist das ganz schnell wieder eingeschlafen. Ganz, ganz schnell. Das war echt. Also wie gesagt, es war eine super traurige Nummer. Das wäre, glaube ich, der Drama-Hit 2018 im Kino, wenn wir das verfilmen würden. Das war eine ganz traurige Nummer. Da willst du mal hier als ja, erwachsener Gamer, weißt du, der mit Spielen aufgewachsen ist, mit 4 Jahren zum ersten Mal hier Doom und Wolfenstein 3D und was nicht eingespielt, weißt du, in der Spielwelt groß geworden, willst mal angeben und dann wirst du vom kleinen Mädchen kaputt gezockt. Also, das war ein bisschen traurig. So. Nächste Woche mit League of Legends, oh Gott. Um Gottes Willen. So, Nightsing, ganz gut, das freut mich, das geht in beide Richtungen. Okay, so, willst du nächste Woche mal spielen? Ich würde dann mitspielen. Oh, wir können es gerne ausprobieren, das wäre dann für den Donnerstag zum Vormerken. League of Legends, boah. Also ich stelle mich dann wirklich mit Absicht sehr dumm, ne? Falls Zuschauer im Chat sind, die das Spiel kennen, dass man irgendwie Tipps bekommt, dass die einem helfen, welche Items man kaufen soll. Dann hol meine Frau rein, die kennt sich damit aus. Zumindest ja, zum Beispiel. Sehr gerne. Nadine, falls du Bock hast, League of Legends, sehr gerne. Ich war einfach schon überfordert von den ganzen Items auch. Das war mir einfach alles zu viel. Und wenn man mir Tipps geben kann, kauf erstmal das und das. Eskas Gaming, hi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, die holen sich schon wieder den Punkt, kann das sein? Ja. Ich geh mal rein. Ja. Halt die auf. Ah, ich glaube, die erste Runde lief einfach zu gut. Und deswegen waren wir jetzt schon hochgestuft und ich brenne. Mir ist ein bisschen warm, mein Hintern brennt. Ja, Zerstörer reicht noch nicht. So. Och, Aram geht immer. Du Double Agent, ja, genau so. Ich weiß gar nicht, ob ich LOL überhaupt noch kann. Nightsing, also, du kannst alles. Ich glaube fest an dich. Gut und nicht so gut. Bin total vollgefuttert. Oh, vollgefuttert. Das Gefühl ist eklig. Es sei denn, man hat den ganzen Tag gehungert. Da kommen sie wieder, die Pisser. Aber ich habe auch keinen Flächenschaden. Ich kann hier nur reinzimmern.
so wie Hans Zimmer, wie er Musik macht, zimmer ich gerade die Munition in die Gruppe. Oh nein, ja, ich wusste, ja, es war so klar, dass sie von vorne kommt. Ich konnte nicht mehr weg. Ja, aber ich denke mal, weil wir uns jetzt gerade Zerstörer holen, werden wir die nächste Runde gut durchpushen können. Müssen wir gucken. So, ich habe damals zu Beta-Zeiten angefangen und habe schon fast 2 Jahre nicht mehr gespielt. Oh, das ist eine Hausnummer. Aber trotzdem wirst du besser sein als ich. Leider nicht. Mein Obst ist schlecht geworden. Oh, Lars macht sich wieder zum Obst der Woche. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ah, oh, der ist so geil. Ah, was sie für Schaden da rausdrücken, ne? Unglaublich. Das ist doof. Genau. Genau, Eskas Gaming, das ist doof. Oh, der war ja schon weg. Hallo. Oh, unsichtbarer Mann. Ach komm, der läuft jetzt hier lang. Der läuft hier lang. Der will uns umlaufen. Mit Lebensabsorption ist, glaube ich, Zerstörer und Lebensabsorption ist, glaube ich, ganz gute Kombi, ne? Er ist hinter uns. Er hat es genau richtig gemacht. Er hat es richtig gemacht, aber sowas von. So, das ist ja auch nicht schwer, Julian. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich nicht schwer. Gerade bei League of Legends, das ist wirklich gar nicht schwer. Was denn? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. That hurts, ja, Lars. Dass sie besser spielt als ich, League of Legends. Das ist nicht schwer, das kann ich so auch bestätigen. Ich bin schon mal froh, wenn ich, keine Ahnung. Scheiße! Genau. Oh, meine Frau spielt jetzt auch mal. Oh, was ist die? Ey, du kommst hier gerade an und bist schon wieder halb tot. Schatz, wenn du jetzt auch noch in Discord reinkommst, super. Dann kannst du mit uns zocken, mit uns reden, da sind wir gleich eine volle Gruppe. Das wäre optimal. Das wäre super romantisch. Unheimlich. Unheimlich, ja. So. Ja, ich habe hier nichts. Ich kann keinen Flächenschaden machen. Ich kann hier wirklich nur reindrücken. Alter, wie das Schild von dem mittlerweile runtergeht, ne? Oh, und dann holt er mich. Ah. Enemy killing spree. Ah, das kann nicht wahr sein. Ja, jetzt machen sie es. Jetzt haben sie gewonnen. Da gibt es keine nächste Runde mehr. Nee. Ich stehe hier am Point. Es ist gerade ruhig. Zu ruhig. Ja, da kommen sie gleich. Nein, mal auf den Sniper achten. Ich bleib mal hier im Hintereingang. Das Hintertürchen gehört mir. Kommt aber keiner. Du stirbst jetzt, du. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dein Schild geht runter wie Butter, Kollege. So, den machen wir aus der Ferne weg. So, dein Kuh. Ja, stimmt. Ja, mich heilen. Oder was meinst du? Kuh ist heilen. Jawohl, super. So, Darth Vader Voice. No! Ich überlege gerade, das ist doch eigentlich Luke Skywalkers Voice. Ach, ich stehe bestimmt nun mal wieder auf dem Schlauch. So, also, und Punkte reichen immer auch nicht aus für Zerstörer. Dritte Stufe. Ah, Gott. Nee. Also ich glaube, für Fotos ist der natürliche Modus geil, aber für Video werde ich, glaube ich, wieder umschalten. Wie viel hast du denn? 800 Quetsch. 825 oder so. 830. Point spawning in 15 seconds. Wir müssen mal so warten, was die Gegner picken. Wäre viel besser gewesen. Hätten wir direkt sagen können, wir brauchen das und das. Ja, das stimmt. 5, 4, 3, 2, 1. Ich geh nach Hause, tschüss! Ja, ich mach dann mal Feierabend. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. Das war gucken, wenn wir gucken. Nein! Oh, war das mies! War das mies! Ich hab ihn gesehen! Dann macht er sich unsichtbar auf einmal. War das mies! Den hätte ich so weggesnackt. Oh, die waren noch zu zweit. Oh, Mist! Das ärgert mich gerade, wie man vielleicht hört. Aber was gehen noch Freunde denn? Ey, keiner von denen geht auf Zerstörer. Wir sind die Das ist bei Revenge of the Sith, als er erfährt, dass Pat mit... Ja, stimmt, du hast recht. Yep. You are totally right. Du bist total rechts. Verdammt, ich seh nix. Verdammt, ich seh nix. Ich seh nix. Ich bin blind. Ja, wo bin ich? Okay. Mies gegen Mief. Ey, hätten sie dringend so von Anfang an, wären alle auf Dings, Zerstörer gegangen. Ja. Hätten wir gewonnen. Aber wie waren die einzigen zwei, die da drauf gehen? Boah, weißt du das? Tab drücken. Achso, warte, ich zieh mal alle runter. So, Timo Max, hi, grüßt euch. Hi. Ja, siehst du jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Oh. Aber unter Tab siehst du Dings, was ich Eine kaufe. Frau. Ja. Eine leise Frau. Warte, zack, so, jetzt bist du lauter. Hi, Nadine.
Wie, was? Warum? Bin ich so leise? Jetzt bist du lauter. Ich hab dich lauter gemacht bei mir. So. Oh. Zack. Das ist ärgerlich, ey. So, Schartatseite. Sozial. Eine Freundschaftsanfrage. RD Falonso 00. Keiner meldet sich. Also hier schon mal Timo Projumper. Den laden wir ein. Da ist X-Max. Den laden wir ein. So, wo ist denn Nadine? Oder Nadine, bist du RD Falonso? Nee. Nein, ich heiße genau so wie ein Discord. Nein, Framefiller. Ah, stimmt, ich muss ja umändern. Kannst du mir sonst eine Freundschaftsanfrage schicken? Ach, da bist du schon, Framefiller. Ja, da bist du ja schon. Ich war gerade nur ein bisschen blind. Alles wie immer. Warte, ich komm so, ich muss mal kurz ein anderes T-Shirt an. Oh. Anderes T-Shirt, mach oben ohne Mark. Ja, dann warte ich noch ganz kurz, bis wir die nächste Runde starten. So, Lazy Boy, hey, schreib deinen Discord. Das sehe ich jetzt erst. Ah, nee, hat er vorhin geschrieben, Entschuldigung. Nee, hat er nicht, 2020. So, willst du, dass er dir die ganzen Girls klaut aus dem Chat, oder was? Aus dem Chat die Girls klauen? Warum? Ah ja, wenn du sagst, er soll oben ohne machen. Ja, weiß ich nicht, ob das Marx oder meinem Kanal gut tut, wenn er oben ohne streamt. Ich habe Marc noch nie oben ohne gesehen, fällt mir jetzt gerade auf. Aber wie auch, ich wohne ja nicht bei euch, man war ja noch nie im Schwimmbad oder so. Schwimmbad, was ist das? Ja, genau. Ich habe mir auch ein bisschen versprochen. Wir waren ja auch noch nie im Zwingerclub. Von daher, keine Ahnung, wie Marc oben ohne aussieht. So, aber ich glaube, er kommt schon wieder. Ich starte mal ein Quickplay. Oh, diese eine Fliege, ne? Die lebt auch schon 7 Jahre oder so. Oh, Marc, du musst jetzt ganz schnell. Marc! Ja, ja, ich sehe schon. Ganz ruhig. So, spielen wir den Abgrund. Wo ist? Wie heißt sie überhaupt? Wo ist sie denn? Nee. Wo ist denn die mit dem Vogel auf der Schulter? Keine Ahnung. Nee, Cassie. Ganz oben. Ja, ganz. Ja, ich hab sie, danke. Cassie! Ja. Ah, mit dem coolen Skin, stimmt. Die nehmen wir auf jeden Fall. Geil. Auf der Karte ist die ganz cool. Nee, ich hatte gerade noch so scheiß Synthetik an und wenn du an meinen Stuhl anlädst, plus Synthetik, plus Schweiß am Rücken, boah, nee, das juckt dir dann plötzlich am Rücken immer mehr. Tell me more. Also was ist bei dir gerade Customize your champion. Und das Schöne war, ich stand hinter meinem Greenscreen, ist ja mein Kleiderschrank, da dran wusste ich, habe ich dahinter umgezogen, ich konnte nichts sehen, ich hätte gerade mich halbnackt sehen können. Ja, das ist doch das, was Julian schon die ganze Zeit will, du sollst oben ohne streamen. Mein Reden. Geil war auch Halloween, da haben auch ganz viele einfach mit einem komplett grünen Oberteil gestreamt, sodass der Kopf frei war und haben sich dann in so ein Reagenzglas oder was das da war gepackt, na Reagenzglas ist zu klein für den Kopf, aber in so ein Glas halt, hier keine Ahnung, die schöne das Biest, so ein Teil, da wo die Rose drin ist. Ja, das war einfach wie in Futurama. Ja, genau. Wie in Futurama, genau so. Oder wie in Mars Attacks. So, oh, was? Was ja. Ist das denn für eine Map? Ich würde gerade sagen, was ist das? Hallo? Eine neue das Karte. Das ist die eine Map von dem letzten Spielmodus. Ja, von dem Halloween-Dingsabumster. Hilfe? Ne, die ist ganz cool, die Karte. Was, Mist, was kann die überhaupt nochmal? Normalen Schuss, rechts war ein breiter Schuss, Mastenbreiten. Boah, das war aber knapp gerade. Was mache ich auf Q nochmal? Ich muss es nicht. Ah, das war Q. Bam, hat's gemacht. So, erstes Blut. Wow, böser Mann. Toll. Lass mich kurz zielen. X-Max, sehr gut. So, oder wie in meiner Küche. Ich brauch hier. Bäumchen. Oh, eine andere Cassie. Ah, oh, mal Cassie gegen Cassie oder was? Hä, wo ist sie hin? Ich bin. Achso. Ich brauch hier. Kann man hier noch irgendwie. Ich glaube, ich kann schubsen, oder? Kann ich hier auch schubsen mit meiner Waffe? Rechtsklick oder so? Mit was habe ich denn geschubst? Oh, ich will den Baum runterschubsen. Ja, mit Rechtsklick kannst du. War Rechtsklick? Okay. Ja. Böser Baum, du. Alter, keine Ahnung, wer hier gerade hielt, ne? Aber der macht's echt gut. Meine Frau, das würde ich, danke.
Super. Ah, schade, ist nicht runtergefallen. Danke. Auch hier, ich bin der Tank. Ich brauch keinen Heal, ich bin der Julian. Wow, da fliegt er aber. Komm her, komm her, komm her. Ach, das hat er schon erledigt. Oh, ich schieße immer nur auf Leichen. Was ist denn los mit mir? Ich nekrophiles Arschloch. Ach, da ist die Map, Dings wohl in Turm hochspringen. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau der Modus ist das. Nee, der Modus jetzt nicht, aber die Map. Mensch, was. Oh, was mache ich denn da? Oh, that aim. Bäumchen? Achso, Ulti ausgespielt. Bäumchen macht Ulti. Ich spreche gerade übrigens Fachsprache, ne? Also mit Bäumchen wisst ihr hoffentlich, wer gemeint ist. Eckstein, Eckstein, wo mag alles versteckt sein? So. Na, zeig dich. Na. Achievement unlocked. Leichenfledderei. Ja, genau. Kann ich hier springen? Oh, sie macht sowas Geiles. Ich bin so cool. Ich hab zwei Gegner hier vor mir. Das ist gut, machst du beide platt. Hätte ich gerne. So, Podium noch, so. Ah, das nach, komm, komm, komm. So, den Tank holen wir weg. Unaufhaltbar. Ja, hab ich. Kannst du eigentlich rausnehmen, ne? Was läuft? 19-0! Nee, Alter, 19-0! Ja, es steht 30 zu 7. Ich bin gerade echt ein bisschen stolz Stats. Auf mich. Deine Stats, deine persönlichen. So. Da bin ich ja gerade wirklich ein bisschen stolz auf mich. Platt. Das ist Wahnsinn. Also, ich muss dazu immer erwähnen, das ist vielleicht jetzt nicht der Knüller, aber wir reden hier über meine Verhältnisse. Ja, die kriege ich nicht, schade. Hinter dir, Marc. Das Bäumchen. Ach nee, du bist ja gar nicht. Nee, Entschuldigung. So, den snacken wir auch noch weg. Ich suche hier gerade noch zwei für Gegner. Ah ja, okay, 2 gegen 1. Da war er, der erste Kill. Mist, 20-1. Ja, Cassie macht auf dieser Map hier einfach richtig Sinn, finde ich. Ich kann die, weiß ich nicht. Ich kann die bestimmt auf engen Karten gar nicht spielen. Aber hier ist es immer so eng offen, eng offen. Da war der Damage auf jeden Fall da. Victory. Das war knapp. Ja, 20-1. Das kann sich doch sehen lassen. Ist doch in Ordnung. Ja. Drogos mit dem geilsten Skin überhaupt. Was so für eine Freude. Ja. Das nenne ich mal richtig Freude pur. Was ist das denn? Das war ja eine coole Attacke gerade. Ich verstehe immer, wenn die halt so am Ende sagt, so, ne? Go Keks! Ah, oh, ist das schön. Eine volle Gruppe. So, welche Karte? Handelsviertel. Da muss ich eigentlich Victor spielen. Ich möchte mich zwar echt von Victor lösen, aber ich habe heute noch nicht einmal Victor gespielt. Und Handelsviertel, das ist Victors Map. Victor! Wobei, ich glaube, dass Rackus auch ganz geil war auf der Karte. Go Six. Six ist der Name des Vogels. Mann, Mann, Mann. Eskras Gaming. Ah, ich finde das immer schön, wenn man aufgeklärt wird. Es gibt Null in Champion namens Six. Ja, also mein Vogel heißt Hans-Peter. Hans-Peter ist sehr lecker auf Toast. Was? Oh, nix, nix, nix. So, nö, den behalten wir. Da wechseln wir nix, den behalten wir. Ach ja. Also, Feststellung, Julian isst gerne Geflügel. Ja, das kann man so stehen lassen. Ach, deswegen ist er so abgehoben. Ja, genau. Das, was Eskas Gaming sagt. Das ist nur Spaß. Ja, es tat ein bisschen weh, aber ich weiß, es ist Spaß.
Also mein Herz blutet gerade, aber das soll's ja auch. Wenn du mir schon so eine Vorlage hinschmeißt, musst du auch damit leben, dass ich die verarbeite. Sowas passiert mir auch öfter. Das Ding ist, das habe ich öfters festgestellt, meine Frau, die gibt selten so richtig gute Sprüche von sich, ne? Und zumindest die hält sich damit sehr zurück, ne? Ich weiß, wer heute auf dem Sofa schläft. Nein, lass mich mal so ausreden. aber wenn die mal so einen Spruch raushaut, ne, dann sitzt der aber. Also da muss ich schon sagen, da häng ich manchmal was? Ich sag nur die Tage. nein. Nein, das erzähle ich natürlich nicht, aber es war lustig. Deswegen ist UNLP so eine dumme Pute. Es hört einfach nicht auf. So. Hey, ich bin auf dem Pferd. Seht ihr das bei mir? Ja, geil, ich bin neidisch. Wie kann man auf dem Pferd sein auf Team Deathmatch? Genieß es einfach. Cheater, du. Leichtback, Kollege. Hä? Da war doch gerade noch jemand. Ach da. Aber ich versuche jetzt mal zum Laufen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht. Ich bin voll alleine. Lonely. Aber ich versuch's einfach mal. Die müssten ja jetzt hier sein. Die müssten jetzt eigentlich rechts. Da müssten wir jetzt... Ja, sehr schön. Ich bin ja mal komplett falsch gelaufen. Ich hab mich von meinem... Alter, ich hab alle Gegner hier! Ja, ich hab's zu Anfang richtig gemacht. Ich hab mich zu Anfang von meinem Team und vom gegnerischen Team entfernt. Schnauze, du! Ja, was bist du denn für ein Teamplayer? Ja, Triple Kill. Jetzt sah ich hier aber ab. Oh nein, jetzt bin ich tot. Ja, schade. Ich hätte Pip fast noch gekriegt. Schade. Ah, bin ich komplett falsch gelaufen. Das war... Boah. 4-1. Hallo? 3-2. Nein, habe ich noch geworfen? Nee, habe ich nicht. Mist. Oh. Ach, ich mag Victor. Das ist einfach so entspannt zu spielen. Alter, ich bin hier nur am Sterben gerade. Das ist schön, Marc. Upala. Na, kommst du von hinten? Hashtag von hinten. Oh, okay. Ah, da spielt Victor sein Ulti aus, das ist nicht meine. Ich bin das nicht! Oh. Ich brauch hier. Ich hab's gemerkt, ich bin durch die Ulti gestorben. Der Victor ist aber tatsächlich gut von denen, ne? Oh nein. Ja! Achso, da kam noch einer rum, ich wollte sagen, durch die Wand ist richtig. Als wenn das Spiel so realistisch wäre, was soll das? Yo! Oh, noch einer. Alter, ey! So, die wollte ich noch mitnehmen. Die musste einfach weg. So, den Pip. 12-3. Und jetzt gehen wir hier mal. Ja, hier kann ich runter. Erstmal vorsichtig gucken. So, die nehmen wir auch noch beide mit raus. Oh, hinter mir zwei Leute auf der Brücke. Das ist mehr als einer. Triple Kill. I need heal! Oh nein! Lad nach! Jo! Oh, ich glaube erstmal hier. Ich brauche auch Heilung. Ah, danke. So. Ich kann nicht überall sein, ja? Warum nicht? 17-4. Weil mein Charakter sich nicht splitten kann, ja? Hast du mal was von Zellteilung gehört? Das ist ein ganz normaler Prozess. Battle Rest, bitte! Ich brauche Battle Rest! Ja, ich war so low life. Eieieiei, das geht aber ab diese Runde, meine Herren. Wo sind die scheiß Priester mit dem Battle Rest, wenn man sie braucht? Fliege! Und trotzdem ist es ziemlich gleich auf. Oh, ja, ist richtig, natürlich. Oh mein Gott. Oh. Alter. Hilfe. Ja, was soll ich da machen, ey? Ey, jetzt mal ernsthaft, ne? Also, die Gegner sind gerade ziemlich imber, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinkomme. Soll von allen Seiten kommen, so. Oh nein, ich denk schon wieder, ach. Ich muss echt mal erwachsen werden, ich denke schon wieder viel zu zweideutig. Ist der hier reingejumpt? Oh, Alter! Ach ja, ich habe ja auch eine Ulti! Jetzt, wo ich die gegnerische Ulti gerade sehe, oder durch abgekriegt mein habe. Gift gestorben, du Bitch! So, Double Kill, zack. Die kann ich auch mal ausspielen. Stimmt. Hinter uns. Ich wurde von hinten angeschossen. Nicht erschossen, aber angeschossen. Nee. Victor. Oh, verdammt. Ja, danke dir. Danke.
weißt, oder zweideutig. Ja, ja, mehr ging nicht. Bei Phantomix! Puff, hi, grüß dich! So, da steckt eindeutig etwas Franzose in dir, wie du laufen kannst. Hä? Kam grad ein Schuss von hier? Ich wollte gerade sagen, da kam irgendwo ein Schuss noch von hinten. Das kenne ich noch aus der Drogenszene, wenn der Schuss von hinten kommt. Ja, ja, komm, Eikill, machen die jetzt noch eins vorbei, ne? 1, 2, 1, vorbei. Und ich war der Kill. Und ich war der Kill. Aha. Oh, schade, wir waren so punktgleich eigentlich, ne? Wir hatten 26, 26. Oh, wer ist denn das, bitteschön? Oder sind die Kühe wieder? Was habe ich denn gemacht, bitte? Dass ich ein. Guck mal, ich. Ach, schöne Karte. Sieht schön aus hier. Oh, hallo Leute. Zack, zack. So, oh. Da geh auch nochmal rauf. Zack, grüß dich. Oh, ich liebe Victor einfach. Der ist so angenehm zu spielen. Ich brauche was Neues zu trinken. Ich habe nichts zu trinken hier. Scheiße. So. Gratis passt Stufenaufstieg. Ja, danke. Bei mir dauert es noch ein bisschen. So, 20 von 9, war ein schöner Stream. Ich wünsche euch was, haut rein. Tschüss. Nach der Runde will ich mir ganz kurz was zu trinken. Ja, das kannst du machen. Jaguar-Fälle schon wieder. Oh, eigentlich macht Bug da echt Sinn, ne? Was fehlt denn noch? Es fehlt noch Tank und Flanke. Komm, wenn Flanke fehlt, dann nehme ich Bug. Dann spielen wir die Flanke noch einfach. Wo ist denn der neue Kova? Ja, Schatz, ich mach mir gleich was zu trinken. Mein Gott, jetzt. Ja, Mama. Die macht es mir nicht. Ich komm, ich spiele jetzt mal hier. Oh, den Bombking? Ja. So, hey, ich dachte, ich gebe auch mein Lebenszeichen. Ian, Alter. Mein erster Zuschauer, mein erster Mod, mein erster Subscriber. Nee, warst du gar nicht, Entschuldigung. Mein erster Subscriber warst du nicht. Aber danke dir, dass du da bist. Jetzt bedanke ich mich sogar schon. Schön, dass du da bist. Alter, ich hoffe, dir geht's gut. Du merkst, ich bin gerade voll außer mir. Ich bin gerade ein bisschen overwhelmed, ein bisschen überwältigt. Schön, dass du reinschaust, Ian. Ich hoffe, dir geht's gut, wie gesagt. Da bin ich ja gerade ein bisschen zerstreut. Hast du eigentlich auch den Twitch-Skin für den Bombking? Gibt's da gerade einen? Es gab mal, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Oh, muss ich mal gucken, nee. Ich habe keinen separaten Skin. Das Geile ist, wenn du nämlich den auswählst, dann hörst du nämlich, wieder sagt nicht, it's Bombking, sondern it's Streamking. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil. Und ich glaube, der hat sogar so ein Twitch-Zeichen auf der Bombe dann oder so. Oder auf dem Kopf oder irgendwo, ne? Zeig mal kurz her, wie siehst du aus? Auf dem Rücken dann? Warte, warte, da ist er, da ist er. Da ist das Twitch-Zeichen. Und ich glaube, die große Bombe ist auch eine Twitch-Bombe. Ah, okay. Ja, sehr cool. Bin ich ein bisschen neidisch. Ich hoffe, ich habe ihn. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht. An sich ist dieser Skin wirklich cool. Ich finde ihn geil. Ja, ist ein schöner Skin. Der hat auch Haftbomben, ne? Du kannst doch auch Bomben an Gegner haften. Ja. Das ist schon ein cooler Charakter. Wow. Keine Frage. Ne, bei dir bleiben sie nicht dran haften. Oh, sie gucken sogar. Oh, wen haben wir im gegnerischen Team? Keiner Shield, oder? Da ist kein Schild dabei, also nicht Zerstörer. Dann gehe ich erstmal auf linke Hände. So, ich melde mich jetzt ab, Leute. Ich leg mich wieder hin. Lars, weiterhin gute Besserung. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Und wir lesen uns die Tage. Haust du rein. Gute Besserung. Alles hier schön an die Mauer packen. Es kann nicht... Ja, ja. Da hat er daneben geschossen. Von der Geschwindigkeit... Fliege. Von der Geschwindigkeit holt mich Koga immer weg. Er hat daneben geschossen. Ich kann ihn nicht töten. Nein. Ich mach meinen Job. Ich mach mal hier die Flanke. Oh, ich bin runtergefallen. Ich mach nicht mehr meinen Job. Ich hau ab. Ich mach nicht die Flanke, ich mache die Sause. Ja, genau. Lauf mit daher. Nein, ich hätte ihn fast noch gekriegt. Oder sie, oder es. Oh, da hat sie so verrissen. Und nachladen musste sie. Also, ich dachte, dass ich vielleicht nicht so der gute Bombking bin. Ich muss noch ein bisschen üben. Flinke Hände, unbedingt. So, dann wollen wir mal... Bock! Enemy double kill. Nein! Enemy rampage. Nein, es ist unsichtbar! Es ist unsichtbar, jetzt sterbe ich um Leute! Können wir schon mal irgendwann den neuen Helden testen? Koga ist super. Der ist ein bisschen overpowered, finde ich, aber... Ach, hinter mir war sie! Die Geschwindigkeit, wie der schießt, ey, voll übel. Hinter mir war die. Ja, immer als ich gesagt habe, ich will wieder mehr zuschauen, ist es noch weniger geworden. Ey, wie gesagt, ich weiß ja, dass bei dir viel los ist, ey. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dass du ein bisschen mehr Ruhe jetzt hast und dass jetzt alles wieder gut ist.
Ohne Bombe. Und ansonsten, Ehren, schaust du immer mal so rein, wie es geht. Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Wirklich. Das sage ich nicht nur so. Alter, mit gefühlt einem HP noch überlebt. Das war auch wieder so hart an der Grenze. Das war wieder so ein klassischer Fall von... Oh, was war das denn? Jetzt lädt er nach. Großer, Pip. So, da war er. Ich wollte gerade sagen. Was? Wie wurde ich denn da so schnell weggesnackt? So, kannst gerne mal Bescheid geben, falls ihr nachher nochmal einen Slot in der Gruppe frei habt. SKS Gaming, das mache ich. Wenn wir einen Platz frei haben sollten, nachher kannst du gerne diesen Platz füllen. Du alter Lückenbüßer. Oder Lückenfüller. Lückenfüller, Lückenbüßer. Was sagt ihr immer so? Danke fürs Gespräch. Ich weiß nicht, was die sagen. Keine Lückenfüller Ahnung, oder Lückenbüßer? Was sagt ihr denn immer so? Lückenfüller. Lückenfüller, okay. Die Mauer ist erschossen. Ich hätte alle Möglichkeiten, Menschen zu töten und ich erschieße die Mauer. Diese böse Mauer. Ich muss auch mehr meine Funktion spielen. Ich bin Flanke. Ich soll die Gegner doch eigentlich seitlich in die Zange nehmen. Dafür bin ich doch da. Dann mach das doch auch mal, Julian. Do your fucking job. Ah, sterben. So. Ich kenne es nur als Füller. Ja, dann war's Füller. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Das kann auch sein. Ah. Ja, genau. Setz die Mauer dahin. Ich meine, sie machen es ja richtig. Aber ich finde diesen Charakter so mies. Mit der Mauer bist du so im Vorteil im Team. Das ist noch schlimmer als ein Schild, weil du die Gegner einfach komplett blockst. So, alle drei sind weg. Der nächste kommt. Pip ist gerade schon wieder unten. So. Koga ist auch weg. Und Pip ist, wie gesagt, unten. Der Tone hat so ein bisschen rum. Der zeigt, was er an Tanz-Skills drauf hat. Oh nein. Ich habe schon gesehen, das sind die anderen. Sehr schön. Wenigstens noch verteidigt. So, ich wollte aber immer dabei sein und dich unterstützen. Vielleicht wird es ja jetzt wieder mehr. Ian, sehr gerne. Wenn du die Zeit aufbringen kannst, du bist herzlichst willkommen. Woohoo. Wer ist denn das immer hier mit seinem Woohoo? Ich nicht. Wie gesagt, das haben, glaube ich, Jens und ich letzte Woche Dienstag gesagt. Wir denken da immer an Diablo 2, an dieses geheime Q-Level. No, 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 no. Sehr geil. Das ist ganz einfach gemacht. So, laut Duden ist Füller und Büßer gleichermaßen in Ordnung. Ach, Gott sei Dank. Das hört sich so falsch an. Entschuldigung, Nadine, was hört sich falsch an? Wenn mein Charakter dieses Wuhu macht. So, ich bin gleich so gut wie tot, aber ich habe Schaden gemacht. Das ist halt die Hauptsache. Ich habe meine Funktion erfüllt. Das war ein kurzer Ritt, aber ich habe einen aus dem Spiel rausgeholt und den anderen abgelenkt aus der Mitte. Das heißt, ihr müsstet jetzt eigentlich die Oberhand haben in der Mitte. Ich hoffe, dem ist auch so. Ja, die setzen mir hier gerade zu viele. Da ist er, flinke Hände. Komm, den brauche ich. Ach, verdammt. Es ist eine Säule da und ich reite dagegen. Refugium, ey, das geht gerade gar nicht, ey. So, wie sehen wir aus? Nein! Doppel-Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, den musste ich ja wohl kriegen. Oh, oh. Ja, das... Boah, ich bin heute auch wieder so mega dabei irgendwie, ne? Was mache ich denn da? Ach, leck mich doch, du Pisser! Rage Master MC ist wieder am Start. 96, 99, die holen sich echt die Karre wieder. Das kann nicht wahr sein. Und dann machen sie einfach mal dicht. Zack, Tür zu. Wir haben geschlossen, ihr Penner. Dann machen wir es halt von hinten. Oh, die Marv geht mir auf Piss, ey. Ja, das ist nicht Sky. Wenn es Sky ist, mir egal. Trotzdem nervt sie. Jedes Mal ist sie hinter mir. Du fucking Koga, geh deine Mutter Vögel! Du gehst mir so hart auf den Piss! So, Entschuldigung. Boah, regt mich der Wichser auf, ey. Aber das Schöne ist, du hast nicht übersteuert. Das wundert mich jetzt. Boah. So, und wie läuft's bei dir sonst so? Ihr, ja, auf und ab. Ich war jetzt ein bisschen sehr dolle krank, danach wieder normal krank. Können ja mal so schreiben, Ian. Wir können ja mal so schreiben nach dem Stream. Kannst dich ja mal melden, wenn du Zeit hast.
Können wir ein bisschen umtexten. Oh nein. Komm her, komm her, komm her, komm her. Hey, hier ist doch einer. Hallo? Jemand vor der Haustür? Oh, das war nicht gut. Ich muss hier raus. Alles voller Gegner. Alles voller Gegner. Was war das denn, Alter? Ich spring voll in die Gegner rein. Oh, ich spring voll in die Gegner rein. Ja, ist okay. Ist okay, Koga und Sky. Ist okay. Ja, Koga ist eh overpowered. Koga ist einfach nur... So, zack, letzten Kill gemacht. Oh, die haben wir noch gar nicht gewonnen. Stimmt, wir haben ja einen Punkt mal geholt. So, also jetzt müssen wir auf jeden Fall den Wagen holen. Ja, gern. Jo, ja. Das gern gebe ich gern zurück. Julian, hör dir mal ganz kurz das Duhu an. Wo bist du denn? Nadine, ich will dir ganz nah sein. Wo bist du denn? Da. Stimmt, jetzt höre ich's erst. Kannst du es nochmal machen, bitte? Er braucht Stoff für nachher. Ich bin gerade ein bisschen peinlich berührt. Ja, ich bin gerade ein bisschen peinlich berührt. Zum Glück sieht man so die Lampen nicht, aber ich bin errötet. Schatz, was machst du mit ihm? Nix. Ja doch. Ist da jemand eifersüchtig? Nö. Kann ich hier irgendwie mal so extrem nerven? Ach komm. Nein! Ja toll. Ich lebe! Ich bin tot. Ich war ein Huhn, was soll das denn? Warum? Wieso? Ah, Piff. Ach komm, Koga! Woher kommst du denn schon wieder, du kleiner Pisser? So. Du hast echt keine Hobbys im Leben, ne? Ja, das Schöne ist, Marc, er hört es nicht. Du schreist mich an und ich hab dir nichts getan. Oh, ich hab die Mauer benetzt. Ich hab die Mauer benetzt. Oh nein, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier... Oh nein. Hast du gerade benetzt gesagt? Ja, benetzt. Wieso war sie unsichtbar? Die Mauer nass? Was? Warum machst du die Mauer nass? Benetzt. Also, ich habe ein Netz draufgeschossen. Ich wollte nicht, dass die Mauer wegläuft, weißt du? Ich wollte die bei uns behalten, deswegen das Netz. Ich habe sie quasi gefangen. Die Mauer ist das 152. Pokémon. Ich habe sie gefangen. Ja, das haben sie gewonnen. Ja, schade, schade. Das Einzige, was ich immer hoffe, je lauter ich schreie, irgendwann hören mich die Gegner bestimmt mal. Ja, genau. Du brichst einfach die Barriere. Genau. Oh, das ist so eine... Ich bin so laut. Ich bin lauter als 30 Schallmauern im Zusammenhang. Ja, aber ich mag diese Mauer einfach nicht. Immer wenn die Mauer im Spiel ist... Oh, oh, da bin ich ja. Zack. Natürlich, in jedem guten Highlight sterbe ich. So, was sagst du so zu Fortnite derzeit? Ich spiel's nicht mehr. Und ich glaube, das sagt genug aus. Mir wurde es irgendwann zu eintönig und zu langweilig. Also Fortnite, es ist ein tolles Spiel, es macht Spaß, aber ich konnte das nicht mehr jede Woche sehen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht es irgendwann nochmal anzufassen, aber dann wirklich einmalig. Ich habe da wöchentlich echt keine Lust mehr drauf. Deswegen spielen wir als Paladins. Paladins macht mir mehr Spaß. Marc auch, wie man hört. Der ist ja wirklich begeistert. Unheimlich. So, Pokémon Nummer 152 ist Indivier, du Nase. Ja, für mich gibt's nur die ersten Editionen. Für mich gibt's eigentlich nur 151. Bei jeder dreistündigen Session von Paladins, dienstags, ne, da habe ich 3 Kilo abgenommen, weil ich mich so aufgeregt habe, mein Puls auf 180 jedes Mal ist. Ja, lass mal kurz überlegen. Belagerung Schlangstrand. Ich habe die Karte gerade... Doch, das ist die Karte mit der offenen Mitte. Das ist quasi fast die gleiche Karte wie eben. Du hast mittig, seitlich 2 Eingänge jeweils. Da könnte Bug Sinn machen oder ich nehme wieder Victor auf der Karte, weil man muss auch über weite Distanzen schießen. Könnte aber auch Cassie ganz geil sein, über weite Distanzen mal reinzuballern. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Geld ich habe. Ich nehme Victor. Ich nehme Victor auf der Karte. So. Der erzählt, das sagt mir gar nichts. Das sagt mir wirklich gar nichts. Was sagst du dazu? Das sagt mir tatsächlich echt nichts. Da muss ich jetzt mal die Hosen runterlassen. Habe ich jetzt einen Healer-Stempel oder was? Ja, aber kann ich dafür, wenn du jedes Mal einen Healer nimmst? Ja, das Ding ist, du machst es auch echt gut, Nadine, ne? Das muss man mal sagen. Ja, sonst kein. Ja, George, ich kann gerade einen einzigen, das ist Sirius. Die anderen liegen mir nicht so. Oh, und das Schöne ist, wir haben und zwei Tanks, ne? Und dann beschwerst du. Und dann beschwerst obwohl, du dich, dass du einen Niederstempel kriegst. Ich kann noch ein bisschen den Krog, den kriege ich auch noch hin. Habe ich mich gerade so verguckt? Doch, wir haben Rekkes im Team und wir haben Barik. Barik ist ja auch ein Tank, ne? Ja. Ja, super. Macht echt Sinn, das ist gut.
So. Ich habe noch nie, ich muss echt mir mal die Decks anschauen. Ich habe noch nie ein Deck gebaut. Das macht einfach so wenig Sinn. Vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr Skill drin, ne? Ich habe mir einfach eins importiert, von dem der auf dem S-Platz ist. Ja, sowas könnte man machen, natürlich. Aber ich habe das, keine Ahnung, ich habe die Decks, die man seit dem Tutorial hat. Ich habe die Startdecks und ich habe nie ein Deck mit zusammengestellt. Ich spiele... Habe ich auch. Was haben die Gegner denn für die haben kein Schild. Doch, 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 der ganz linke, glaube ich, oder? An, ja, stimmt, die Vanessa ist, glaube ich. Also ich gehe auf jeden Fall auf Zerstörer. Fernando und Vivian haben Schild. Ja, ich gehe auf jeden Fall auf Zerstörer. Okay. Ja, Fernando hat ein böses Schild. Der, das ist lange. Der Zelt kannst du vergleichen mit 20XX, wenn du das kennst. Ansonsten wie einen alten Castlevania Sidescroller. 20XX? Meinst du 2077? Oder was meinst du jetzt da hier? Was jetzt bald rauskommt. Boah! Wenn das mit Castlevania vergleicht, dann kann er aber nicht. Nee, Cyberpunk 2077 kann es da nicht sein. Hast du recht, das ist ein ganz anderes Spiel. Ja, bam, da geht das Schild weg. Sehr schön. Zerstörer macht so Sinn. Ich gehe so auf Zerstörer hier auf der Karte. Hinter uns. Ja, hab ich noch gekriegt. Sehr schön. Ich bin so stolz auf mich. Links, links. Hier vorne im Gang. Ich renn mal rum. Oh, da ist noch jemand. Das ist der Sniper. Jetzt ist er unsichtbar. Wo bist du? Wo bist du? Gleich ist er tot. So, bam. Leute, das läuft. Ich glaube, wir vergessen die eigentliche Mission. Wir holen den Punkt gar nicht. Ach doch, da ist schon der Wagen. So, du hast mal, warte mal, wo war ich? Da war ich. Du hast ja mal das Game gezockt, wo der Chat mitmachen konnte. Ja, das war... Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wir werden umlaufen, hinter uns. Rechts ist er rumgelaufen. Choice Chamber. Das Spiel heißt Choice Chamber, was du meinst. Das habe ich in der Tat mal gesagt und ich fand's klasse. Wenn wir einen volleren Chat haben, sehr gerne wieder. Oh, das Spiel lebt einfach von einem vollen Chat. Ha! Sehr gut. Da oben noch jemand, oder? Ja, du willst mich wegsnipern da oben. Majev, du Ra. Komm, hau ab. Du Ra. Ah, von wo kommst du? Ich heile mich gerade so ein bisschen. Komm schon, zeig dich. Ah, hat sich unsichtbar gemacht. Ah. Der ist nicht hinter der Säule. Ich bin einmal verreckt. Dito. Runde läuft Dito. Richtig geil. 8-0. Du auch 8-0? Ja, und wieder Zerstörer auf jeden Fall, das macht echt Sinn. Nee, ich meine 20XX ist auch ein Sidescroller. Okay, das muss ich mir mal anschauen. Das sagt mir echt gar nichts. Nullo, tutti, kompletti, nullo. Genau, ja genau. Und Ian, wie gesagt, Choice Chamber heißt das Spiel, was du meinst. Da bindest du einfach deinen Chat ein und dann wird im Spiel, werden ja Fragen gefragt und ihr entscheidet mit 1 bis 3 immer. Und dann könnt ihr mir das Leben schwer machen oder mir helfen. 5, 4, 3, 2, 1. Da gibt es auch andere Spiele, die so Chat unterstützen. Ja, ja. Da gibt es ein paar mehrere. Ich glaube, es gibt sogar. Die sind echt geil. Es gibt so eine Art Rockband, glaube ich, auch, wo du vor echtem Chat, vor echten Zuschauern spielst dann. Ja, es läuft wunderbar. Leute, das macht ihr echt gut. Wenn ich schon nicht gut spiele, ist es aber schön, euch im Team zu wissen. 9 in a row. Sehr schön. Ah, ein bisschen verrissen. Und aber gar nichts. Den Punkt holen wir uns easy. Das wird eine richtig gute Runde. Mensch, wo ist er denn? Das ist doch hier links irgendwo jetzt, oder? Der muss doch jetzt hier gleich kommen. Marc ist auch schon hier vorne. Ja, läuft. Oh, Sniper, Sniper, Sniper. Oh. So, da war er. Das okay, ist aber gerade schief gelaufen. Aber egal. Oh, ich sehe gar nichts. Da zu stehen wäre ein bisschen sinnlos. So. Unsterblich. 11 Mal. Huhu. So, Zerstörer auf Maximum. Jetzt. Jetzt wird das Ding runtergehauen von Fernando. Sein Schild ist jetzt 0,0%. Ist down.
Hier, guck mal, dein Schild, Alter. Dein Schild kriegt 130 Schaden pro Schuss, Kollege. Alter, 14-0. Die Runde läuft einfach so mega gut. Oh, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Nein. 14-1. Ah, oh, das war aber wirklich ganz schnell. Oh, warte mal, ich muss noch jetzt Kohle haben. Yo, Zerstörer, komm, gib ihm. So, da gehen wir drauf. Nein, nein, nein! Du auch? Ja, ich bin schon zum zweiten Mal gestorben. Von hinten, die Sau! Von hinten! Was bist du denn für eine Schweinsdrecksau? Kriege ich im Chat einen Hashtag von hinten? So, komm, jetzt schieben wir den Wagen noch rein, rektal, und dann haben wir es geschafft. Oh, das werfe ich auf Kuh eine Granate, weil ich mich heilen wollte. Bug heilt ja auf Kuh. Das war gerade ein bisschen sehr unklug, aber es war ein klassischer Julian. Hashtag von hinten, danke dir, Eskas Gaming. Da war er doch. So, die nehmen wir mal raus. Oh, gib mir Refugium, ey. Ja, könnte jetzt echt Sinn machen. Aber hier auch anfangen, Schaden zu machen. Ich wusste es. Ich wusste, du kommst von Hashtag von hinten. Das überlebe ich nicht. Nee, er überlebt es nicht. War leider nicht mein Kill, aber egal. Da kam aber gerade Schaden rein von der Front. Ja, komm, das machen wir mit Overtime. Los, den machen wir, komm. Den machen wir, komm. Los, den machen wir jetzt. So, der Schild ist auch weg von dem Paladin da hinten. Das machen wir jetzt noch, komm. Kommt her, ihr Schweinepriester. Weg, Alter. Oh, ist das schön. Zack. So, zack, fertig, cool. Von hinten, das F ist wichtig. Oh, das war eine schöne Runde. Ich habe mir meine Stats gar nicht gemerkt. Was habe ich denn geschafft? Das sehe ich zum Schluss nochmal, oder? Also ich hatte 15-3. Ich glaube, ich bin einmal weniger gestorben. Ich weiß es aber nicht. Das kann man doch am Ende noch gucken. Ja, das müsste ich jetzt angezeigt bekommen. Hast du recht. Ich bin dann jetzt weg. Ja, dir einen schönen Abend. Danke, dass du mitgemacht hast. Tschüss. Kein Problem. Ciao. So, wo sehe ich es denn? Herausforderung? Punktetafel. So, ich bin tatsächlich einmal gestorben und 17 Kills. U ist Unterstützung, ne? 17 Kills und 4 Unterstützung. Einmal gestorben. Cool. 6 Kills, 3 mal gestorben und 30 Unterstützung. So, oh, ich hab schon wieder fast vergessen. Eskas Gaming, du wolltest machen, oder? Eskas, kommst du einmal hier in General auf den Discord, dann zieh ich dich rein. Dann zieh ich dich auf unser Niveau und unsere Gruppe, dann kannst du mitzocken. Chartart-Seite. So, bin unterwegs. Okay, wir warten ganz kurz. Der Eskas Gaming ist unterwegs. Und dann geht's weiter. Oh, diese Musik, die hat so viel Guild Wars-Flair. Könnte echt ein Ladescreen von Guild Wars 2 sein. So, da bin ich wieder. Du warst weg? Ja, ich habe mir kurz Kaubonbons geholt. Ah, Gott, ich bin echt ein Weißbrot, ey. Jo, dann warte mal ganz kurz und dann geht es sofort weiter nach der Werbung. Na, Quatsch. Ja, Marc, ich bin jetzt auch kurz davor, mir so ein Stream Deck zu holen. Ich habe mir ganz oft schon überlegt, dass ich ganz, ganz viele Videos von mir selber aufnehme, so richtige Quatschsachen. Einfach nur, was spielen wir denn heute, Julian? So eine Quatschsachen. Und die kann ich damit im Stream Deck abrufen. Und dann kann ich mit mir selber reden. Das ist der einsamste Stream überhaupt. Ich kann mit mir selbst reden. Dann drücke ich einen Knopf und dann komme ich zum zweiten Mal rein. Oh, was spielen wir denn heute, Julian? Oh, Julian, gut, dass du fragst. Wir spielen heute. Also, weißt du, ich könnte dann einfach so mich als Co-Moderator einbauen. So richtig selten dämlich. Das würde gehen, ja. Ja, das wäre wirklich das Einfachste, das Einsamste, was du machen kannst. Mit dir selber reden. Mhm. Genau, Eskas Gaming hat gerade im Chat den Discord abgefragt. Dann ist er ja gleich da. 21:04 Uhr, also wir spielen noch eine Stunde und dann ist Feierabend für heute. Gleich noch lecker Toffee für essen.
Ich hatte heute auch ein ausgewogenes Essen. Ich habe mir ein Ben & Jerry's Eis geholt. Ich habe vor dem Stream einen halben Liter Eis gegessen. Anfrage ist raus. So, sozial. Eskas, da ist er schon. Anfrage annehmen, in Gruppe einladen. So, da ist er auch schon. Sozial, dann kann ich ja schon mal ein Quickplay starten, eine Warteschlange. Und wie gesagt, wenn du hast, dann gerne noch auf den Discord kommen. Da ist er schon. Eskas, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Geile basslastige Stimme, meine Fresse. Ja, super Mikrofon. Auna irgendwas. Auf jeden Fall eine richtig geile Stimme. Ich spiele einfach zu viel Sirius. Ich vermute mal stark an Auna 900 dann. Weil ja, irgendwas. Irgendein Mike USB, keine Ahnung. Ich nenne dich jetzt einfach morgen, wenn Frankie. Du bist jetzt hier ein Radiosprecher für mich. Ich habe meine Sirius schon auf Stufe 10. Ja, dafür habe ich damals auch Journalismus studiert. Aber Radio wäre schon geil gewesen. Ja, ich glaube, auf der Karte spiele ich wieder Victor. Das ging gerade so gut auf der Karte. Oh, ein Druxis? Ach ja. Jetzt wird gefetzt. Der kann doch, diese komische grüne Fähigkeit ist doch, dass mein Schaden aufgesogen wird und zurückkatapultiert wird, ne? Ja, 75% vom absorbierten Schaden fliegen zurück. Aber es werden 100 abgefangen, oder? Es kommt kein Schaden durch. Es wird kompletter Schaden abgefangen. Ja, schon ganz geil. Aber nur frontal, ähnlich wie das Terminus-Schild. Okay, ja, schon ganz cool. Ja, dann je nachdem kannst du natürlich die Legendary oder das Talent heißt jetzt auf Deutsch benutzen, dass du halt mindestens 800 Schaden immer zurückschmeißt, auch wenn du gar nichts absorbierst. Ach was, okay. Legendary, ist das eine Karte? Ist das eine Deckfähigkeit oder ist das hier am Anfang das Talent? Ist Talent. Genau, das ist ein goldenes Talent. Talente. Okay. Sie haben die irgendwann mal umbenannt in Talente. Ich habe zu Zeiten angefangen, da hießen die noch legendäre Karten. Oh, okay. Ich glaube, ich muss mal eben nur die Tür zumachen. Ich weiß nicht, ob da schon einer im Schlafzimmer schläft. Ich brauche noch 10 Level. The battle is about to begin. Für was? Ja, dann tue ich den Meisterskin mit Sirius freischalten. Bisschen Paladins. Gute alte WoW-Abwechslung. Ja, Paladins ist eine gute Abwechslung zu allem irgendwie. Ich finde, das ist mega angenehm zu spielen. Seit das WoW-Addon rauskam, bin ich eigentlich fast nur noch bei WoW am Start. Oh, da ist schon einer hinter mir gewesen. Passt aber, ich mache Eskas nochmal einen kleinen Ticken lauter. Hätte ich mehr Zeit, will ich auch mehr WoW zocken. Hä, willst du das jetzt nicht viermal die Woche streamen? Ja, aber Mittag auch. Ach so, meinst du das? Ja gut, aber wenn du viermal reinschaust pro Woche, das ist ja schon mal... Ey, ich spiele Paladins einmal die Woche. Besser als nullmal die Woche. Das ist richtig. So, den nehmen wir schon mal raus aus dem Verkehr. Okay, das hat gereicht. Ah, Marc, das läuft super. Sehr gut. Kommt sie hinten rum? Rechts außen, ja. Ja, die kommt rum, ne? Da ist sie. Die kommt. Hab sie. Ah, wunderbar. Oh, geschossen. Oben links am High Ground. Oben links am High Ground 2. Nein! So, aber war da noch eine? Da waren zwei, oder? Ich muss mich hier kurz... Ey, es tut mir leid. Ich muss hier kurz warten. Ich muss mich einmal kurz hochheilen. So, da ist er. Der Heal. Da ist er. So, ist weg. Rampage. Ich hab 0 Kills, 0 Tore, 0 Assists. Ich bin richtig gut gerade. 6-1. Auf der Karte geht Victor auch richtig gut, merke ich gerade. Aber ich habe bisher ja auch nur gespielt eigentlich. Oh, hinter uns. Über uns auch. Zwei über uns. Ey, kann ich jetzt mal hier Kills kriegen? Oh, danke. Nee, hier bin ich. Das ist gerade zu viel. So. Zack. Ah, ein bisschen Schaden gemacht. Eskas, mach den Rest. Jo. Oben ist auch ein Rackis bei dir. Da ist ein Rackis drin, ne? Ja, ja. Kriegst du den? Mal gucken. Jetzt gib dir mal da endlich einen scheiß Kill! Oh, ich sterbe. Wo ist Hila? Ich sterbe. Ich bin vergiftet.
Oh, nee, jetzt heile ich mich. Raus, 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 raus. Erstmal weg. Juhu, Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Die verteidigen gerade aber sehr, sehr gut. Die verteidigen gerade sehr, sehr schlecht. Sehr schön. Oh, war das eine gute Runde. So, auf was gehen wir denn überhaupt? Machen die Schilde? Karten kaufen. Die hatten Schilde, ne? Ja, Rock ist ein bisschen. Ja, ja, komm. Dann mach ich zwei. Ja, komm, Attacke. Gib ihm. Heilsames Töten. Eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Heal brauche. Ich gehe nochmal auf Refugium. Ein bisschen mehr aushalten. Kann man so machen. Oh, meine Elfe. Tinkerbell. Links oben zwei. Oh, ich fliege, ich fliege. Ey, der SOS, ich stürze ab. Danke für den Heal. Voll von hinten die Sky. Hab sie. Hier. Oben links immer noch. Ja. Zwei oder drei. Ja, die ja, brechen da echt links die, oben, ne? Die haben, glaube ich, heißt die, ne? Ja, die versuchen da echt durchzukommen. Schon zu zweit jetzt. Ja, ja, jetzt sind sie wieder unten. Ah, wunderbar. Das läuft gut. Ah, super. Oh, Bombe, Bombe, Bombe! Boah! Mit 200 Überlebung danach gestorben direkt. Double kill. Savage. Sehr schön. Rack ist oben. Oh, genau oben. Oh nein, oh, 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 oh. Wer hat denn da gerade zugedrückt zum Ende hin? Boah, da gingen auch die Life Points gerade rapide runter. So, da unterstützen wir mal von der Seite. Same hier. Na, das war glaube ich gar. Ich bin täuscht. Ja. Down. Hast du? Ja. Jo. Rack ist wunderbar. Rack ist auch oben. Was macht denn der Tank da oben? Gute Frage. Aber ich schmink ihn so lange ab, dass wir da einfach durchschieben können. Hammer. Hammer. Das war eine tolle Runde. Ja, ein toller erster Auftritt, Erstklasse. Unverdient. Ich hab nichts gemacht. Also. Ja, ein Draxus kann super Schaden drücken. Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Viermal daneben geschossen auf den Janus. Und wir haben es alle gesehen. Ja. So, gleich weiter. Ich habe gerade mal 26.000 Gold. Super. 100. Pff, diese Fliege. 164.000. Ich könnte mal wieder was kaufen. G-Mac 930. Hi, grüß dich. Schön, dass du da reinschaust. 40.000. Ja, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du Gold nicht mehr brauchst. Ich glaube, im Hauptaccount habe ich noch 9 Millionen oder so. Daniel Fox. Auch einen lieben Gruß an dich, Daniel Fox. Wir sind leider voll. Wir sind eine Fünfergruppe. Du kannst jederzeit gerne mitmachen, aber momentan sind wir leider voll. Das geht also gerade schlecht. Ah, ein Spieler. Da ist er. So, oh, Lichtmoor. Ich glaube, das ist meine Hasskarte. Ah, Bug oder wieder Victor. Die sind eigentlich ganz geil. Ja, ja, sie kann gut sein. Auf der Karte habe ich immer ein Makor vor mir, vor Augen. Nehme ich wieder Victor. Einfach, weil er drinne ist. Groover könnte man auch mal nehmen, aber ich bin einfach kein guter Healer. Was fehlt denn noch? Unterstützung und Flanke. Ja, komm, dann spiele ich Bug. So, Paradox, hi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Was möchtest du machen? Frame heilen, oder? Ja, wie immer halt, ne? Ja, okay.
So, und der Daniel Fox hat saugutes Aim mit Victor. Ja, ich mach einfach die Augen zu. Ich weiß einfach, in dieser Richtung steht ein Gegner, Augen zu, Maustaste gedrückt halten und gucken, was passiert. Ja, da eignet sich Vivian aber besser. Das stimmt. Das stimmt. Ah, zu spät. Ich wollte gerade noch einen Booster aktivieren. Ich glaube, das kam nicht mehr an. Nächste Runde will ich mal Victor spielen. Ja, kannst du machen. Wen spiele ich denn gerade? Buck, ne? Ja. So, auf jeden Fall wieder Netzschuss. Ich finde das einfach ziemlich cool, dass man Gegner damit einfach ja, empfindlicher machen kann gegen Angriffe. Was bist du denn? Der sieht da krass aus. Oh, die haben zwei Leute mit Schilde. Bist sau cool. Danke dir. Eigentlich, weiß ich nicht, sau cool. Eigentlich ein totaler Normalo irgendwie. Aber danke, lieb von dir. So, würde gerne auch mitmachen. Bin heute aber stumm, weil Mick kaputt ist. Oh, Daniel Fox, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. Ey, ey, ey. Und der Paradox auch gleich. Vielen, vielen Dank, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist ja, huh. Das freut das mich. Ist Wu? Ja, das ist Wu. Ich bin eine Wu. Oh Mist, im gegnerischen Team hat Schilde, ne? Der Paladin da, der zweite, hat auch ein Schild. Ja. Und dann da unten der alles absorbiert halt. Oh, ich spiele auch Buck und nicht Victor. Ich hätte wieder auf linke Hände gehen sollen. Ach Mist. Das war es gerade blöd überlegt. Aber Osta, ja, vielen, vielen Dank, Daniel. Danke dir. Das ist meiner. Ja, oh Mist, das habe ich falsch angefangen. Das war meine Schuld. An enemy has drawn first blood. Oh! Was tun denn hier? So. Habe ich wenigstens Beteiligung gekriegt? Ja. Wollte gerade sagen. Hast du einen gekillt? Hast du sogar gekillt? Habe ich sogar gekillt? Den letzten, ja. Okay. Weil so. Die Weltschuss jetzt genau war. Was geht? Jo! Momentan viel um die Ohren, aber ich freue mich über jeden Stream. Ich freue mich immer mal online zu sein. Was geht bei dir? Ich stelle mal die Frage einfach zurück. Das ist, glaube ich, die einfachste Art der Konversation. Einfach das Gleiche, was du gefragt hast. Oder Gegenfragen. Oder Gegenfragen, genau. Wie ist das Wetter da, wo du wohnst? Ja, wir hatten endlich mal wieder Regen heute in Köln. Ich bin zwar entzückt. Ja, der Tag heute war gut, ey. Läuft. Spiele bis 0 Uhr. Denke, dann haben wir mehr Zeit. Oh, ja, ich spiele heute bis, ja, bis 22 Uhr, wie immer. Unter der Woche ist bei mir mindestens 22 Uhr, manchmal auch gerne länger, je nachdem, ob wir jetzt... Paladin spielen wir jede Woche Dienstag. Donnerstags immer mal so ein paar andere Spiele und wenn die halt wirklich richtig bocken, dann spielen wir auch mal länger. Sehr schön. So, Ehrenmann, danke, danke. Wo ist er? Hinter dir. Oder in dir. Er war in dir. Da kommt der Nächste schon wieder. Was ist denn da los? Ist hier Tag der offenen Tür heute oder was? Der setzt aber auch nicht sein Schild ein, ne, dieser Typ da. Mhm. Was ist der denn nochmal? Normalerweise kann der eigentlich saugut tanken. Ja, ich. Ja, hast du recht. So, ist weg. Oh! Gut, nein, 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 Drux ist. Oh nein. Oh, oh. Ja, der hat mich. Ja, das war klar. Dass der mich jetzt holt, das war klar. Schade. Da kam ich nicht mehr weg. Ja, ja, ja. Einfaches Ziel. Oh nein, ich bin ja. Oh, ich hab den komplett falsch geskillt zu Anfang. Jetzt bin ich auf Zerstörer gegangen und kann gar nicht mehr auf linke Hände. Ah, heilsames Töten. Refugium. Ah, ja. Oh, Mist. Den habe ich jetzt falsch gespielt. Abo ist da. Ja, danke schön. Paradox. Vielen, vielen Dank. Oh, er hat mal sein Schild entdeckt. Er wusste, wie man es aktiviert. Ah, da spiele ich den jetzt komplett falsch geskillt, leider. Ich bin tot. So. Toll. Da springe ich einmal gegen das Dach. Warum? Weil ich es kann. Was ist das denn? So, jetzt komm. Das machen wir jetzt hier. Oh nein. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Alter, jetzt hör mal auf, hier ständig mich hochzuheben. Und wir leben noch, ey. Wir leben noch. Oh, ich muss erstmal echt durchladen hier. Warum heile ich mich eigentlich jetzt gerade? Ja, boah, und da leben wir noch. So, kann ich nächste Runde mitspielen? Daniel, wie gesagt, wir sind leider voll. Wir sind echt total, die Gruppe ist voll. Wie gesagt, wir spielen jeden Dienstag, spielen wir Paladins auf diesem Kanal.
könnt ihr gerne einschalten und immer gleich zu Anfang nachfragen, ob ihr mitmachen könnt. Wenn die Gruppe voll ist, dann sind wir voll. Meistens starten Marc und ich, also wir sind zu zweit und haben jeden Stream 3 Plätze frei. Ich hatte jetzt gerade ernsthaft 1400 Punkte oder 1300. Apropos Punkte, wir haben ja gewonnen. Was habe ich denn hier? 900? Dann gehen wir nochmal auf... Oh, ich hab das gerade... Wir haben gerade gut durchgehalten. Ich gehe nochmal auf Refugium. Wir haben gerade gut standgehalten. Ah, ich ärgere mich so, dass ich den falsch geskillt habe zu Anfang, ne? Ja, Zerstörer habe ich jetzt auf Stufe 2, um das Schild von dem Typen... das habe ich auch, leider. Maximale Geschwindigkeit. Den hätte ich hier auf linke Hände gebraucht. Links ist Kahn, links... beide Tanks kommen von links. Von hinten. Ah, ich wollte noch kurz den rausholen. So, Allah ist dafür gut, Paladins. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Aber danke dir. Immer mal so, mal so. Ich habe echt auch super schlechte Tage teilweise. Teilweise habe ich auch echt super schlechte Tage. Oh, was macht... Ui, das war eine Ult. Was hat er denn gemacht gerade? Ui. Hallo, mein Boy. Tony Energy. Pff, grüß dich. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, das ging aber schnell gerade. Das war seine Ulti, ne? Jo. Ja, ich habe noch keine Punkte. Er macht praktisch die Sky-Bombe, nur dass er sich dabei noch wieder belebt. Ah, okay. Kann man dem ausweichen? Ja, ne? Einfach aus der Range raus wahrscheinlich. Ja, wie halt nach Sky ult auf, ne? Ich bin verängstigt. Na, Kumpel? Nein! Boah, der ging voll daneben. Lass mal nach. I'm dead! Den I'm nehmen wir mal raus. Den nehmen wir auch raus. So, und jetzt haben wir die Mitte gleich. Oh, Gott sei Dank. Ah. Tony, wie geht's dir? So, Punkt ist eingenommen. 3-0 steht es. Boah, der war aber schnell weg. Das ist ja wie bei den ganzen Mädels bei meinen Dates. Die sind immer ganz schnell weg. In uns drin, beim Wagen direkt. So, der ist auch weg. Tony Energy, danke dir für dein Follow. Ich sehe es hier gerade im Chat. Ich weiß nicht, ob der Alert schon da war. Vielleicht kommt der Alert gleich noch. Danke dir. Mir geht's gut, das ist schön. Wo sind die denn? Hinter uns. So. 27-2. Ist in Ordnung. 24-2, das ist auch ganz super. Eigentlich finde ich immer so eine 2-1 Dead super. Ja, aber so eine 13er, 14er ist aber noch besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, oh, und dann packt er sein Schild aus. Sehr gut. Hat er gut reagiert. Trotzdem ist er weg. Da kann er gar nicht rein. So, gestern beim Sportfest erstmal Muskelfaserriss geholt. Alter, wie hast du denn das geschafft? Da hast du aber länger was von, oder? Ein Muskelfaserriss? Oh ja, da hat er lange was von. Da hast du auch länger was von. Das tut mir leid. Dann gute Besserung. Boah. Da war er. Schöner Sieg. Tolle Runde. Easy. Ja, die Runde war richtig gut für mich. Oh, was? Schön. Marc. Wie? Nee, kann nicht sein. Stimmt, oh, was? Ja, wahrscheinlich hat er gerade die Maus voll gespielt. Zack. Da war der erste Kill. Und... wo ist er? Da war der zweite. Na, noch ein dritter kommen. Ja. Ja, das war gerade noch am Ende. So. Ah, Bug gefällt mir auch ganz gut. Oh, Mittelpassstufe. Du hast Stufe 24 erreicht. Gab nochmal 10.000. Ja, das habe ich fast. Ja, 175.000 Coins habe ich jetzt. Und zwei Truhen. Wir starten eine neue Warteschlange. Und wo sind sie? Truhen. Wo finde ich die denn? Aktivitäten? Nein. Shop. Oh, das zu spät. Und dann oben. Shop und dann oben hast du einen Reiter Truhen. Ah. Kisten. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ach, die Froschinsel. Das letzte Mal habe ich mich schon gefragt, was das für eine Karte ist. Ich habe die gerade gar nicht im Kopf. Welchen Charakter spiele ich denn da? Das ist eine ziemlich kleine Map. Klein und die Flanke fehlt wieder. Ich gehe wieder auf Bug. Den nehmen wir aber nochmal. So. Was? Dein iPhone ist auch noch kaputt. Ah. Aber echt Glück zur Zeit. Ich kenne das, ohne Scheiß. Eigentlich selten hast du mal einmal Pech. Also wenn, kommt immer alles auf einmal. Das tut mir echt leid für dich. Das ist echt ätzend. iPhone, hast du es versichert? Kriegst du da irgendwie Ersatz oder gibt es eine Reparaturmöglichkeit? Ist das nur ein kleiner Schaden, wo du für ein paar Euro 50 das Display wechseln kannst? Ich weiß, ein paar Euro 50 ist sehr stark untertrieben. Was für ein iPhone ist, das ist, wird sauteuer. Ja, das kann echt teuer werden, das stimmt. Ich habe auch meinen... Bis das neue iPhone unreleased wird, dann kannst du dir für 1600 neues holen. Also ich habe auf meinem Galaxy S9 Plus
habe ich drei fette Kratzer drauf, die man richtig schön im Display sieht. Die sind auch mitten im Bild, ne? Also die siehst du eigentlich. Meine Frau sieht's nicht, ich sehe es. Ja, man selber sieht's immer. Ich hab mal mitgeguckt, was Display-Reparatur kostet, 260 Euro. Ja, muss man sich halt überlegen, ne? Für ein 1000-Euro-Gerät nochmal 200 Euro ausgeben und man wäre glücklich, muss man halt überlegen. Wir haben zwei Heiler, ne? Aber erstmal Gaming and More. Hi, schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Und nochmal Ehrenmann, danke Paradox. Ich bin echt geschmeichelt. Das ist echt lieb von dir. Ja, also, ich sag mal, beim 1000-Euro-Gerät, was noch nicht mal wirklich einen Monat alt ist, ja, noch anderthalb Monate ist es ungefähr alt. Will ich ja doch durchaus repariert haben dann eigentlich. Ja, ich würde es abwägen. Ich würde, glaube ich, das Display weiter nutzen, wenn es dich nicht stört. Und wenn du das Gerät in einem Jahr verkaufst oder in ein paar Monaten, dann würde ich es kurz vorher reparieren. Dann kriegt ihr ein komplett neuwertiges Gerät. Ja, das Problem ist halt nur, lohnt sich die Reparatur zwischen den Kratzern und dem Gewinn hinterher? Weil manchmal ist halt auch nur zwischen kaputt oder zumindest ein paar Kratzern im Display und vollwertiges Display komplett ohne Schaden. Nein, ich weiß auch. 100 Euro Differenz nur, ne? Ja. Und dann dafür 260 Euro zu reparieren, lohnt sich dann. Die. Oh nein, drücken die wieder. Ich bin fast. Ach, ich kann mich doch heilen. Was mache ich denn da? So, den hole ich mir jetzt und dann sterbe ich. Aber ich wollte ihn auch holen. Ah, ich kann mich doch heilen. So. Habe so eine Delle bei meinem Aus- und Anknopf, weil einer aus meiner Klasse meinen Rucksack weggeworfen hat. Und jetzt klemmt er fest und ich kann nichts mehr machen. Ach du Scheiße. Geht nicht an und nicht aus. 823 BGB Schadenersatzpflicht. Auf geht's. Ja, genau. Ist in alle Instanzen durch. Ja, ist so. Das zahlt die Versicherung von dem, der es verursacht hat, ne? So, wie lange spielst du schon Paladins? Paladins spielen wir seit, Marc, ich will nicht lügen, 3 Monaten, 4 Monaten? Jede Woche einmal. So. Wir spielen es jeden Dienstag. Ist, an sich hast du recht mit dem Schadenersatzpflicht. Problem ist halt nur, du brauchst Zeugen. Ansonsten ist es Aussage gegen Aussage und somit greift dann nicht die Versicherung. Naja gut, vielleicht hat er es ja auch noch dem Lehrer gemeldet, ne? Das hat sich ja nach Schule angehört. Von Paragraf 823 BGB, das ist ja die allgemeine Schadenersatzpflicht, das ist ja nicht... Ja, aber es muss erstmal nachgewiesen werden, dass überhaupt der andere es tatsächlich war. Ja gut, wie gesagt, da muss man uns mal nachfragen. Wir regeln das jetzt hier wie Anwälte. Toni, hast du das deinem Lehrer gemeldet? Ja, ich hab den Scheiß in der Schule und alles. Also ich bin ja gelernter Versicherungskaufmann. Ja. Eine Versicherung zahlt immer. Auch auf Verdacht. Gerade sowas wie Handyschäden ist für die größte Witz. Da wird der 150er mal ohne. Was hältst du von Drogos und Grover? Ah, eine geile Frage. Drogos habe ich selbst noch nie gespielt. Auch sagen, klar, auf Verdacht, klar, wirst du wahrscheinlich noch repariert. Aber das Ding ist dann hinterher wahrscheinlich, wenn es eine Scheißversicherung ist. Ja. Gut, Scheiße. Aber sie sind selber schuld, zahlen sie uns mal Geld zurück. Ne? Boah. Das ist immer halt das Problem. Ja, wenn die zurückzahlen, wenn die Regress von dir wollen, dann würden die ja gar nicht erst in Vorleistung gehen. Ja, das stimmt. So, ganz kurz, was halte ich von Drogos und Grover? Ich möchte kurz antworten, Gaming and More. Drogos habe ich selbst noch nie gespielt. Als Gegner finde ich ihn klasse, weil der einfach gefühlt nichts aushält. Den kriegt man sehr schnell down. Also Drogos habe ich gerne als Gegner. Und Grover spiele ich selber sehr gerne. Er ist ein Healer und kann trotzdem sehr viel Schaden machen. Das gefällt mir. Oh, ist doch knapp. Das gefällt mir sehr gut, weil ich einfach gerne auch Schaden drücke, auch wenn ich Healer bin. Also Grover spiele ich sehr gerne. Drogos noch nicht getraut, wie gesagt, aber ich habe ihn gerne als Gegner. Mensch, jetzt komm! Alter, ist der Wichser! Was machen die denn? Die haben sich schneller geheilt, als ich Schaden ausgeteilt habe. Was war da denn los? Ja, habe ich eben schon gesagt, die haben zwei Heiler. Ah, Nadine, hättest du es mal gerade gesagt. Ich hab's ja jetzt nicht nur schon zum zweiten Mal gesagt. So, ich gehe mal auf heilsames. Ja, komm, machen wir einfach. So, ich spiele es seit 2 Wochen. Ich kann irgendwie übel gut mit dem Baum spielen. Ja, Groover, ich bin Groover. Ich habe das mit dem Handy meinem Klassenlehrer gemeldet und er meinte, ich soll erstmal abwarten, was mit meinem Handy ist und dann soll ich mich, wenn es was Ernstes ist, bei ihm melden. Perfekt! Dann machst du das jetzt. Dann meldest du dich jetzt bei deinem Lehrer, der Schaden wurde aufgenommen, du hast es gemeldet. Und somit hast du schon mal eine Aussage mehr. Dann ist es nicht mehr Aussage gegen Aussage, sondern der Lehrer kann es bezeugen, der Schaden wurde gemeldet. Genau, so sieht es aus. Das würde ich aber sowas von machen. Ein iPhone ist ja auch nicht gerade ein Gerät, was man aus dem Kaugummi-Automaten zieht. Das kostet ja ein bisschen was. Da gibt's welche. Ja, stimmt. Die China-Plagiate. Aber ich fühle mich hier... Ich möchte die ja gerne... Ja, das war nix. Ich möchte die ja gerne flankieren, aber ich finde die Karte einfach doof. Also ich kann diese Map gar nicht spielen. Ich finde die einfach doof.
Ich soll flankieren, ich soll seitlich rumlaufen. Ich habe hier nichts zum Rumlaufen. Mit meiner Klasse, ich kann hier einfach super schlecht flankieren. Man geht immer frontal auf die Gegner zu. Wie ist dein Ingame-Name? Genauso wie ich hier auf dem Kanal heiße. Obwohl, nee, auf Twitch heiße ich Julian LP. Ich heiße nur Julian im Spiel. Ohne LP. Aber mit dem IY drin. Kann ich hier rum? Es ist echt doof. Du kannst ganz links rumgehen. Ja, das versuche ich immer mal, aber die sehen mich da schon. Ui! Ja, okay. Da schießt mich Cassie erstmal aus der Map raus. So, ich feiere Lex mega. Lex habe ich auch noch nie gespielt. Ja, da war ich so weg. Da hätte sie gar nicht mehr nachsitzen müssen. Da bin ich so rausgeflogen aus der Karte. Hat sie super gemacht, muss man echt mal sagen. Na komm, warum komme ich jetzt nicht hoch? Ja, aber 6-4, man sieht es auch schon in den Stats. Das ist echt nicht meine Map. Boah, da ist sie wieder. Und sie schießt mich wieder weg. Nein, ich krieg zu wenig Schaden. Das ganze Team ist da. Und raus. Ein Kill gemacht und raus. Da ist er, der Netzschuss. Den brauchte ich. Oh, da ist wieder Cassie, ne? Die ist so gefährlich. Schnell nachladen. Oh, da ist er schon. Aufhören nachzuladen und einen Kill machen. Dann nachladen. So, da ist der Nächste. Serious! Ist okay, ich schieb die Pille. Oh, Bombe, Bombe, Bombe! Boah. Da kommt er aber gleich hinterher, ey. Da ist Cassie wieder hinter die Eskas. Ja, oh. Ja. Never luck, ja. Oh, genug Zeit für die anderen zu schieben. Da ging aber gerade. Ja, ich schieb hier gerade alleine. Flinke Hände, nochmal schneller nachladen. Brauche ich eigentlich nicht. Obwohl, ich gehe auf Refugium. Ich bin einfach direkt im Kreuzfeuer hier andauernd. So, ich kann dich jetzt schon übel gut leiden. Wenn ich gar nicht leiden kann, ist Camo LRF, falls du ihn kennst. Weil er seit er, was, $80.000 gewonnen hat, so abgehoben ist? Alter, ist ein schönes Dümmchen. Danke dir erstmal für das Kompliment, ist echt lieb von dir. Ist ein schönes Dümmchen. Fortnite-Turnier. Ich kenne ihn nicht. Ich dachte mir auch nichts. Also freut mich für denjenigen, 80.000 Euro oder Dollar kann man immer gut gebrauchen. Ja, aber auch ein Vorsteuerabzug. Also. So. Naja, also es gibt immer gewisse Sachen, ne, wann es versteuert werden muss oder nicht. Zum Beispiel ein Lotto gewinnen muss nicht versteuert werden. Das Glücksspiel wird nicht versteuert, aber Fortnite ist kein Glücksspiel, sondern ein skillbasiertes Spiel wie Poker, also ist da ein Steuer drauf. Ja. Oh, dann hat die Ult ausgespielt. Und, wie viele Gegner stehen da? Ja! Ach, du bist dann da, wo die Bombe explodiert, das spielst du weiter. Das ist ja cool. Ja. Ja, ja. Das ist ja cool. Das ist nicht wie Junkrat, wenn du Overwatch spielst. So, und der G-Mac 930 hat Lex auf Stufe 24. Nee, spielt der Julian nicht. Ich mag er doch nicht. Ich mag's auch nicht. Aber ich hab's trotzdem irgendwann mal gekauft. Warum auch nicht? Ach, eine coole Runde. Hättest mindestens 1 Million Abos verdient. Oh, das ist ja fast 1 Million mehr, als ich habe. Dankeschön. Das ist hier fast doch die Hälfte, ist schon fast erledigt. Naja. Naja. Das wüsste ich, wenn ich irgendwo 500.000 Abos hätte. Ja, du darfst jetzt nicht nach Adam Riese rechnen. Achso, so nicht mit den rechnungsmäßig, meinst du? Ja, genau. Ja. Bisschen über den Daumen. Ja, ja. Dieses so Pi mal Daumen ungefähr. Du hast viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Dankeschön. Toni, dankeschön. Oh, ich bin froh, dass meine Lampen mich so weiß machen gerade. Ich glaube, ich werde gerade richtig rot in diesem Moment. Das ist lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Tomate. Ja, ehrlich, eine blonde Tomate. Super geblond. So, hast du Instagram? Ich habe Instagram. Mein Bot, der schreibt euch oder spammt euch hier immer alle x Minuten zu. Auf Twitch zumindest. Gehst du einfach auf www.julian.com. Da findest du meine ganzen Kanäle. Da kannst du mir auf Instagram sehr gerne folgen, auf Twitter. Ich glaube, auf Twitter habe ich gerade mal 4 Follower. Das ist ganz, ganz klein bei mir. Twitter, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Oh, die Froschinsel. Ja komm, jetzt nehme ich aber mal hier. Jetzt nehme ich Victor. Die Froschinsel. Ich wollte mal Victor spielen, okay. So, können wir mal eine Runde spielen? Wie gesagt, sehr gerne nächste Woche Dienstag. Ich streame ab 19.30 Uhr. Sei einfach ab 6:45 auf dem Discord. Meld dich an, sag, ey, ich will mitspielen. Dann wirst du gleich vorgemerkt. Wie gesagt, Marc und ich starten immer zu zweit. Wenn du dich gleich Dienstag 6:45 meldest, dann können wir direkt loslegen. Boah, wird langsam warm hier bei mir im Raum, ey. Hui.
So, dann bin ich mal kurz weg und gehe dich abonnieren. Danke, Toni. Da fühle ich mich ja mit meiner Followerzahl jetzt mal überhaupt sowas von gar nicht schlecht. Wie viel hast du? 27.000? Nee, das ist ein bisschen übertrieben. Aber 18.000? Nein, 18. Ach, wirklich 18. Follower, dafür, dass ich nichts mache. Ja. Kann man gerade sehen. 26 Grad habe ich bei mir hier im Raum. Eigentlich, ja gut, da war hinten am Fenster. Ich warte jetzt mal ab, ich lasse das mal hier gerade bei mir liegen. So, wen haben wir denn im gegnerischen Team? Steigen. Oh, warte mal, was ist Krog für eine Klasse? Haben die gar keinen Tank im gegnerischen Team? Doch, die haben Ash. Aber wir haben keinen. Kann Ash, macht der Schilde? Oder die, der, die, jo. Das? Jo, der, die Ash. Die macht Ash, Schilde, ja. Macht Schilde, ja. Dann gehe ich mal auf Zerstörer. Flinke Hände brauche ich mit ihm nicht. So, danke. Also ja, wie gesagt, G-Mac. Falls sie ihre Ultimate irgendwann benutzen, ist sie für, ich weiß gerade, 6 oder 8 Sekunden komplett unverwundbar. Also wenn du da mal keinen Schaden auf sie machst, nicht wundern. Alles klar. G-Mac, einfach vorher melden. Wie gesagt, jeden Dienstag, wir machen jeden Dienstag Paladienstag. Kommst du einfach dazu, meldest dich rechtzeitig an, dann bist du sofort dabei. Gar kein Problem. So, ich bin vor 10 Millionen das erste Mal auf dich getroffen und finde dich jetzt schon voll sympathisch. Ach, vor 10 Minuten. Ich bin vor 10 Millionen das erste Mal auf dich getroffen. Sehr gut. Ah. Er ist jetzt bei 90 Millionen Abonnenten und jetzt eher 80 hatte. Ja. 90 Millionen, der erfolgreichste YouTuber weltweit. Ich bin echt super im Vorlesen. Vor 10 Minuten, ja, danke schön, Paradox, das bedeutet mir echt viel. Diese Fliege hier, man hier rumfliegt. Alter, was zum Fick! So, die nochmal raus. Dieses Projekt lebt wirklich nur von euch, ne? Also, ihr könnt auch gerne aktiv auf meinem Discord schreiben. Wir haben da einen Channel, wo wir eigentlich täglich auch schreiben. Kommt ihr einfach drauf auf den Discord. Auf Twitch müsst ihr einfach nur Ausrufezeichen Discord machen, dann kriegt ihr den Link. Und dann können wir jeden Tag gerne schreiben. Da sind wir eigentlich immer aktiv. So, aber nächste Woche bin ich auf Klassenfahrt. Ah, und da bin ich wieder. Hi, Tony. Ah, auf Klassenfahrt, aber genießt das. Klassenfahrt ist doch cool. Klassenfahrt ist cool. Ich glaube, heutzutage finden die meisten Klassenfahrt eben nicht mehr cool, weil sie nicht mehr zocken können. Ja, das stimmt. Aber Klassenfahrt ist immer eine tolle Erfahrung. Man denkt zu Anfang immer Mist. Damals musste ich mein Gameboy zurücklassen, dachte ich auch Mist, aber diese paar Tage mit der Klasse sind so geil. Wenn das vorbei ist, dann vermisst man das schon wieder. Also, solange man kein Mobbing-Opfer ist, ist tatsächlich wirklich geil. Also ich glaube, Mobbing-Opfer, die sind das nicht wirklich gerne. Weil nein, der holt mich noch! Ich hatte damals tatsächlich einen in der Klasse, der wurde von anderen Leuten teilweise sehr stark gemobbt. Und der wurde auf der ersten Klassenfahrt so heftig gemobbt, dass er wieder von seinen Eltern abgeholt wurde. Ja, mobben geht gar nicht. Wir hatten damals auch eine in der Klasse, die extrem gemobbt wurde. Da habe ich mich immer gerne für eingesetzt, dann wurde ich von der ganzen Klasse fertig gemacht und das habe ich genossen. Weil ich habe mich einfach im Recht gefunden. Ich fand es einfach wichtig, einen Menschen zu helfen und nicht irgendwie den Scheiß mitzumachen und bei den anderen 99% der Klasse geil dazustehen. Dann gehe ich lieber auf die Seite von der einen Person. Denn das ist wirklich, also die wurde wirklich so heftig gemobbt, dass die auch täglich früher abgehauen ist, weil sie nicht mehr konnte. Und das ist Stärke in meinen Augen, wenn du trotzdem jeden Tag wiederkommst, obwohl du genau weißt, was sich da erwartet. Und sowas, da stelle ich mich gerne auf die Seite von den Gemobbten. Das finde ich einfach furchtbar, wenn wirklich sich 28 Leute gefühlt stark fühlen, weil sie einen einzigen Menschen platt machen können. Das finde ich ätzend. Das ist lachhaft, also. Das ist keine Stärke. Ich merke auch gerade, wie mein Puls wieder hochgeht. Das macht mich einfach nur aggressiv. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie Menschen gezielt anderen Menschen Schaden zufügen können. Kann ich auch nicht verstehen, werde ich auch nie verstehen können. Ja. Noch gekriegt. Also wenn mich jemand beleidigt, wirklich das Einzige, vielleicht auch zwei Personen sind, ne? Okay, mit denen diskutiere ich dann von mir aus auch gerne, ne? Solange es auf normalem Niveau bewegt, ne? Aber wenn dann 30 Leute mich plötzlich beleidigen, das ist dann... Ja, irgendwann bist du auch ein bisschen wehrlos, ne? Da bist du auf Leute angewiesen, die dir helfen. So, kann man hier donaten? Oh Gott, scroll mal bitte runter. Da müsste auch ein Panel sein, wo es ums Donaten geht. Ich glaube, Bits. Per Bits kannst du auf jeden Fall donaten. Also falls du dir die Twitch-Währung kaufst, kannst du per Bits donaten. Und ich wollte jetzt in Zukunft noch hier so PaySafe-Card und Sofortüberweisung und was nicht allen, wollte ich nochmal ins Leben rufen. Von PayPal habe ich mich getrennt. Aus zwei Gründen, das wollte ich einfach nicht mehr. Aber ansonsten, ich glaube, aktuell geht nur Bits. Oh Gott, da kommen auch schon 100. Ah, SKS Gaming. Das sind Bits. Danke dir. Ein paar dabei. Danke dir. Immer mal ein paar dabei.
So. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Kanal. Raxen. Genau. Einfach runterscrollen. Ja, bei mir in den Panels seht ihr meine Stream-Buddies. Wenn ihr runterscrollt, das ist der Raxen, R-A-Y-X-I-N. Boah, was macht denn der direkt hinter mir? Was ist das denn für einer? Das hat gerade wehgetan. Boah. Genau, also scrollst du runter, das ist der Raxen. Da findest du seinen Kanal. Was, Medic? Ich hab hier Medic gehört, so. Wer schreit denn hier nach Medic? Paradox, ich werde auch manchmal gemobbt. Paradox, wie gesagt, komm auf meinen Discord. Da können wir sonst auch gerne mal schreiben. Viel verloren. Boah, Alter, ich komme mit Groover noch gar nicht klar, ne? Groover ist eigentlich ganz cool. Ja, ich wollte jetzt mal Heiler spielen und ich verkling. Der hielt schon wieder schneller hoch. Kläglich. Ja, den wollte ich raus haben. Pip, der Heiler ist weg. Einer von den beiden. Ach, die haben zwei Heiler? Ach, das hat man die bestimmt schon wieder gesagt irgendwann, ne? Aua. Nee, diesmal nicht. Hat ja keinen Sinn. Oh, nee, ist gleich auch noch nach. Der war noch gar nicht down. Aber ja, 14-2. Ja, mit Victor geht die Karte einfach besser zu spielen als mit Bug. Ganz ehrlich, wie soll ich schon fast so sagen? Ich spiele zwischendurch als Heiler die Felder alleine einnehmen, alleine die Payload schieben, wo ich mir denke, wenn ihr alle vorrennt und keiner schiebt, wie soll ich dann heilen, ne? Warum nicht? Warum machst du es nicht alleine, Nadine? Was spielt da dagegen? Mach ich doch auch. Meine Frau hat so Muskelkraft ohne Ende, die kann so eine Payload alleine schieben. Ich kenne so eine Frau und die war damals die stärkste im Knast, ne? Ich hab nicht umsonst einen Spitznamen, ich hab mir zwei. Ich will nicht drüber reden. Tja, ich sitze hier auf der Karre. Ich sitze hier gemütlich die Zeit ab. Du weißt ja nicht, er fährt. Das ist einfach. Er fährt. Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Gucken wir mal, ob hier noch wer ist. Ich bin ein Hühnchen. So, den nehmen wir auch noch mal raus. Was ist dein Zuschauerrekord? Mein Rekord liegt, glaube ich, bei über 20, 27 oder sowas, bei einem normalen Stream. Und einmal wurde ich geradet mit 190 oder 200 Zuschauern. Das war dann wirklich ein komisches Gefühl, dass die Zahl dann wirklich von einstellig oder zweistellig mal auf über 200 schnellt. Das war ein sehr komisches Gefühl. Das kenn ich. Direkt übern von Twitch ab. Das ist ein Bot. Ja, genau. Nee, die API erkennt ja ein Raid. Das war ja alles okay. Das sind einfach zu viele da. Ja, keine Chance. Da bist du einfach weggemobbt. Normal im 20er-Bereich, ne? Unglaublich, aber ich habe auch bestimmt wieder ein paar Credits. Auf jeden Fall Refugium. Und ich gehe mal auf... Ja, Lebensfrist lohnt sich nicht, aber ich mach's einfach. Ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Boah, da gehst du einmal um die Ecke, sind gleich wieder drei Gegner. Ich bin auch zu unvorsichtig gerade. Das lief davor zu gut auf der Karte. Jetzt merke ich bin zu unvorsichtig. Wo ist die Bitch? Da ist sie. Zack, Headshot. Weg mit dir. Sniper links. Sniper weg. Sniper. Oh, sehr schön. Noch einen Punkt rausgeholt. Sehr schön, noch einen Punkt rausgeholt, wunderbar. Julian, das Gefühl kenne ich gut, wenn du anfängst so ganz wenig Zuschauer hast, nur weil man macht so BOOM. 10.000. Ja, hast du meine Frau, das fand ich auch ganz witzig, die hat dann Guild Wars, das neue Add-on gestreamt, hatte dann anfangs nur so ein, zwei Zuschauer und dann plötzlich irgendwie von irgendwoher, keine Ahnung, das wissen wir selber nicht, hat dann 60 Leute da. Ja, das ist doch geil. Was? Das ist doch geil. Oh, ich muss mal blöd fragen, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Eskas Gaming. Ja, du spielst da, du hast da auch nicht aufgepasst. Leute, die gerade zuschauen. Kam ein Alert für die Bits? Oder kam kein Alert? Ja. Ja, kam? Ja, kam. Okay. Dann Tippi-Stream. Also Toni, vielen Dank für dein Follow. Es kam eine Animation im Stream. Ich weiß nicht, ob das Sound kam. Weil Sound habe ich gerade aus, aber den Stream habe ich an der Seite offen. Ja. Auf jeden Fall kam da ein Bildschirm. Vielen Dank für deine Opfergabe oder irgendwie sowas stand da. Okay. Aber nicht nur im Chat, ne? Im Chat steht's auch drin, ne? Ne, im Chat nicht, ne? Schon als Emote auf dem Bild. Sehr gut, sehr gut. Aber wie gesagt, mit Sound, keine Ahnung. Oh, ja, ich bin gelähmt und ich lebe.
I will survive. So, kurz heilen, oh, kurz warten. Danke dafür, jetzt habe ich einen dicken Ohrwurm. Von was? I will survive. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hör die ganze Zeit im Kopf, ne? I will survive. Das wird so wahnsinnig. Boah, das sind so viele. Ich weiß gar nicht, auf wen ich schießen soll. Ich kann mich gar nicht bewegen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Aua. Oh, da kam gerade ein Todestier rumgeflogen. So. Was für eine Brillenstärke. Ich habe Angst, dass wenn ich einfach eine meine bekomme, so groß aussieht. Ich habe eine Brillenstärke links, gar keine. Da sehe ich ganz normal. Rechts habe ich 0,75. Marc, darf ich mal ganz blöd fragen? Hast du links überhaupt ein Glas drinne? Ja. Ich habe eine Halbrundbrille. Oder zumindest eine Halbrahmenbrille. Okay. Deswegen muss ja ein Glas rein. Bist echt gut. Danke, Paradox. Eigentlich war das keine Glanzleistung. Ich bin ein bisschen blinder als er. Nee, also, man kann halt bei Brillen tatsächlich auch sagen, sollen dünner geschliffen werden, dann sind die nicht so dick. Also meine Tochter hat zum Beispiel auch eine Brille, die hat 3 auf jedem Auge, 3 Dioptrien. Und die sind Brillengläser sind zwar schon etwas dicker, aber auch jetzt nicht so dick, wie man es denken würde. Und wenn sie in dem Alter jetzt schon Sehschwächen hat, wird das noch schlimmer im Alter? Nee, muss nicht sein. Umso älter die werden, umso besser wird's. Ich glaube, genau, bis 25 sagt man im Schnitt, ne? Genau, bei Kleinkindern, das regelt sich in der Regel ganz gut noch. Okay. Ja, aber das ist... Ich habe auf meinem rechten Auge habe ich ja durch eine Schlägerei eine Hornhautverkrümmung kassiert. Ich habe damals meine Nichte verteidigt, weil vom Ex-Freund der Bruder, also der Ex-Freund meiner Schwester, der Bruder, der hat damals zu Silvester einen D-Böller, da muss man sich geben, einen D-Böller, neben meiner Nichte geworfen. Die war da gerade mal zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre alt. Oh. Oh, Eskas, Deserteur. Ja, bitte? Nein, ich hab gedrückt. Eine Minute danke, 44, sorry. Danke für das Kompliment. Und weil ich den dann, weil er den Böller dann geschmissen habe, habe ich ihn weggeschubst. Ich habe ihn auf die Fresse gehauen dafür. Und der hat mich zurückgeschlagen. Richtig schön dick aufs rechte Auge. Na, super. Ich habe ihn richtig feig gehabt. Und seitdem habe ich die Hornhautverkrümmung da. Ich bräuchte eigentlich keine Brille. Ich brauche nur zum Autofahren eine Brille. Na, das ist heftig. Aber, ja, aber ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe mich jetzt so an die Brille gewöhnt. Ich finde auch, die steht mir selber, ich persönlich. Deswegen trage ich sie gerne. Anfangs habe ich sie eigentlich eher getragen wegen meiner Tochter, damit sie auch denkt, guck mal, Papa trägt eine Brille, also kann ich die auch tragen, tut ja nicht weh. Mittlerweile kommt meine Tochter zu mir morgens, hier, Papa, deine Brille, zieh sie auf. Geil, das ist cool. Ja, das ist cool. Will nicht mal mehr ohne Brille schlafen gehen. Oh, das ist doof. Aber gut, ich glaube, das liegt zum Teil daran, weil sie sich noch nicht an die neue Wohnung gewöhnt hat. Okay. Ja, ich muss auch eine Brille tragen eigentlich. Ich habe Kontaktlinsen drin. Hast du eigentlich in der Zeit in den letzten 40 Sekunden schon eine Kiste aufgemacht? Ah, eine sehr gute Frage. Ja, sehr gut, sehr gut. Du musst noch eine Minute aussetzen, ne? 33 Sekunden. Ja, dann warte mal kurz. Aber ich mache meine Schuhe auf. Bei Julia ist auch so, die trägt ja nur eine Brille, weil sie schielt. Gutes Vorbild. Schielen bräuchte ich tue alles für meine Tochter, wirklich. Okay. Ein Skin. Muss halt sein. Aber danke fürs Kompliment. Vielen Dank. Und was mir ja auch gesagt wurde, bei Kindern wird das ja auch mit dem Alter, sag ich mal, besser, weil denen ihre Augen ja noch am Wachsen sind. Ja, das stimmt. Ja, die meisten Kinder haben tatsächlich ein Kindesalter oder zumindest ein Kleinkindesalter, hat auch die Augenärzte mir gesagt. Noch keine komplette Schärfe auf den Augen. Deswegen kriegen die meistens eine Brille. Wenn es untersucht wird, zumindest. Deswegen. Tja, dann muss man jetzt nur abwarten, ne? Genau. Und wenn sie später tatsächlich auch eine Brille tragen muss, ihr ganze Leben lang, dann kriegt sie auch eine schicke Brille. Ne? Die Brille, die sie gefällt, auch wenn wir für den Rahmen vielleicht 100, 200 Euro blechen müssen. Die gute Tigerenten-Club-Brille. Ja, kennt ihr das noch? Kennt ihr den Tigerenten-Club? Ja, klar. Der läuft doch immer noch. Echt? Der läuft immer noch? Bei uns beim Optiker hängt die im Schaufenster. Ja, Tigerenten-Club gibt es immer noch. Genau wie Tabaluga-Club. Bei Tabaluga war das doch am Ende, wo die in dem Laden so viel in den Wagen packen durften, wie sie konnten, oder? War das Tabaluga? Nein, das war Super Toy Club. Genau, Super Toy Club. Auf Super RTL war das immer. Ja. Boah, da wollte ich als Kind immer mitmachen.
Ich habe auch mal davon geträumt. Jetzt schön den Wagen vollpacken. Einmal durch Toys R Us. Bei Tabaluga war das am Ende das Eisschollenspiel gegen den bösen Schneemann. Ja, stimmt. Genau. Gegen Frosty oder wie er hieß. Arktos hieß das. Nee, Arktos ist ein Vogel bei Pokémon. Stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Doch, bei Tabaluga, der heißt auch Arktos. Dann heißt er auch Arktos. Erstmal sagen. So, aber es ist fast so gut wie sehr große YouTuber, wie zum Beispiel GLP oder Paluten. Dankeschön. Der heißt Arktos. Das ist lieb. Dankeschön. So, du bist auch ein sehr gutes Vorbild. Menschen wie euch gibt es in unserem Jahrgang selten. Ah, Marc, wir sind Vorbilder. Ja. Der eine schlägt sich. Aber ich sag mal so, das Lustige ist, bei Marc und meiner Familie, bei uns trägt eigentlich so gut wie jeder eine Brille. Das ist bei uns schon Standard. Ja gut, also für die Kleine dann normal, ne? Ja, also meine Schwester hat damals auch eine Brille getragen. Ganz kurz, brauchen wir Schild, also Zerstörer? Haben die Gegner Schild? Ja, einmal wäre das. Ja, der Fernando. Ja, dann gehe ich mal auf Schild, auf Zerstörer. Flinke Hände brauche ich eh nicht, dann gehe ich auf Zerstörer. Der einzige von allen Champions mit bestätigter Sexualität. Was? Ja. Also, ob die homo- oder heterosexuell sind. Fernando ist homosexuell. Das ist der einzige, wo wir es wissen. Und auf was steht ein Baum? Marc, auf was stehst du denn so? Haben wir alles nicht bestätigt. Auf Tentakel. Geil. Genauso habe ich mir Bäume immer vorgestellt. Ich dachte immer, Bäume stehen auf Wasser. Warum Tentakel da ganz gut dran eigentlich? Scheint nicht. Ela 9000, vielen, vielen herzlichen Dank für den Follow. Da kam jetzt aber auch plötzlich. kurz zum Check geguckt, zack, kommt Follow an. What? Hallo? Was? Was? Unsichtbar? Wo ist er hin? Will er mich verarschen? Ist er runtergesprungen? Hä? Ach, Fernando. Fernando? Oh, ich bin gleich tot. Hey, ich zieh dich doch nicht weg! Ja, das war, Low Life. Fernando. Wie alt bist du? Ich bin 28, werd aber bald 29, also ein alter Mann. Findest du den Baum gut mit den Äxten? Ich find den super. Ich bin Gruber. Das ist eigentlich voll die Ironie, ne? Ein Baum mit Äxten. Ja, das ist mega böse eigentlich. Ja, früher hat er die ja im Nahkampf benutzt, ganz am Anfang vom Spiel. Später hat er die erst zum Werfen bekommen, wo es keine Nahkampf-Champions mehr gab. Ah, okay. Wobei ich das natürlich nicht weniger lustig mache. Aber das gibt's nicht. Ich habe immer drei auf einmal und irgendwie schieße ich immer auf den Falschen. Oh, ist das super. Ich konzentriere mich immer auf den falschen Gegner. Ah. Aber was machen wir? Die Runde gewinnen wir. Ach komm, ey. Hallo? Klar gewinnen wir. Oh, die schießen aber ganz schön viel. Kurz warten, bis ich. Ja, jetzt heile ich mich, sehr gut. Ach, wir haben die scheiß Schildkröte. Makoa? Die scheiß Schildkröte ist auch geil. Oh nein, Bug. Ich hab einen Bug. Aber Bug ist tot. Warum so zweit? Ist klar! Da holt einfach seine ganzen Verwandten! Oben rings? Ja. Schön. Das ist tot. Was? Wo? Wie? Hä, was? So, meine Freunde finden den alle kacke, weil die auf Controller spielen und nichts treffen. Den Baum! Also. Ach, den Baum meinst du? Ja, der macht ja sehr viel Schaden auf Distanz, wenn du ihn so skillst. Ich finde den Baum eigentlich sehr cool. Zerstörer. Refugium und Lebensriss. Auf die gehe ich mal. Und den Zerstörer. Ich gehe nochmal rauf. Ich treffe gerade nichts! Ich bin stolz auf dich, Marc. Ich weiß, danke. Ich fühle mich geehrt. So soll's sein. So kann es bleiben! Ach, das war nur der Schild. Oh, ich dachte, ich krieg die. Ich habe hier nur den Schild runtergeballert. Ah, Leute. Das ist nicht meine Runde. Das merke ich richtig. Aber egal, das kriegen wir noch hin. Wir kriegen das Ruder noch rumgerissen. Jetzt. Alter, ich mach keinen Schaden. Nee, ich hab irgendwie auch gefühlt. Ich bin schon wieder tot. Was mach ich denn da? Was? Ah. Ich bin auf alles stolz. So will ich das hören, Tony. So will ich das hören. Enemy Double Kill. Enemy
Double kill. Die Runde läuft dezent. So, den musste ich einfach holen, auch wenn ich jetzt sterbe. Was sogar schon fast hart danach aussieht, aber schnell hochheilen. Aua! Oh, perfekt, aua. Perfekt, danke dir. Oh, der macht so wenig Schaden. Ui! Ey! Der war ja schon fast in mir! Nein, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein! Oh, da war so unsichtbar. Das kann nicht wahr sein. Wo bist du hin? Ah, oh, ich wollte nochmal Victor. Ey, Julian, ey, hier. Ich hab gerade was. Was denn? Erinnere mich gleich mal dran, dass ich Victor spiele. Ich will endlich mal Victor spielen. Ja, Victor. Oh, ich krieg schon wieder so viel Damage. Es ist so krass, ey. Ah, wie alt bist du? Ja, 28, wie gesagt. Ich bin 28, werde bald 29. So, lenke ich dich ab. Ich mach mal lieber 5. Nein, alles gut, Toni. Schreib ruhig. Alles gut. Ich freue mich über Chat-Aktivität. Das ist für mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Wann hast du einen Geburtstag, wenn ich mal fragen darf? Oktober. Am 13. Oktober. Ich bin an einem Freitag, den 13. geboren. Es war eine stürmische Herbstnacht. Es lebt! Lass mich raten, du bist Frankensteins Monster. Ja. Erklärt auch das Aussehen. Ja. Definitiv. Das gibt's doch nicht. Wo ist er hin? Und er packt sein Schild wieder aus. Natürlich. Das kann doch nicht wahr sein. So, das snacken wir beide weg. Die waren alle so lowlife. Da musste man reinlaufen. Das... Alter. Ich glaube, ich habe den gar nicht getroffen gerade, kann das sein? Ich habe gerade so mega schlecht geaimt auf Bug. So. Sinn. Aber was machen wir für Punkte? Have you met my friend? Ja, na. Ah, Makoa. Super. Geiler Schild. Oh, Feuer, Feuer. Ich brenne, ich brenne. Let it burn, let it burn. Let it... Ich glaube, wir werden das eiskalt verlieren, ne? Ich hab einen getötet! Ich hab Feuer gemacht! Ah, verdammt. Aber ich hab schon. Oh, 2000 Credits. So, wir gehen auf jeden Fall mal auf Refugium, aber volle Pulle. Ich muss mir aushalten da unten, das ist ja unglaublich. So, Stufe 3 Refugium. I'll be back. Heilsames Töten nehmen wir mal komplett mit. Bonus nehmen wir noch mit. So. Was? Bug! Das gibt's doch nicht! Und da ist der nächste! Was ist denn los hier? Ja, wenn du mal irgendwann in ferner Zukunft einen Mod brauchst, ich bin hier, Toni, das ist lieb von dir. Das ist lieb. Sei einfach ein bisschen jetzt aktiv dabei und dann kann ich dich gerne dazu packen. Also ist nicht böse gemeint, aber natürlich gucke ich mir die Leute immer so ein bisschen an, die ich als Mod annenne. Ich hoffe, du verstehst das. Das ist echt nicht böse gemeint. Aber man sollte die Leute ja auch. Ja, Nadine? Was bestimmt auch lustig wäre, ich weiß ja nicht, wer jetzt hier alles in World of Tanks spielt, aber wenn man mal irgendwie eins finden würde, wo man sagen kann, okay, man kann es zusammenzocken und macht das so voll die fette Community-Gilde. Ja. Oh, ich mach immer nur Damage, ich mach keinen Kill. Ja, das Problem ist nur, ich hab schon. Wie viel Schaden die drücken? Gezockt, und es gibt wirklich sehr wenig gute MMOs. Wie viel Schaden die einfach drücken? Ja, die Vivian macht halt den Main-Schaden bei denen. Unglaublich. Ich bin weg. Tschüss. Alles okay, ja. Danke, dass du es verstehst. Wie gesagt, also Fernando ist nicht mein Lieblingsgegner, ne? Also Baum gegen Feuer ist eher so... Kontraproduktiv. Ja. Ja. Kann bessere Kombinationen geben, sagst du. Ich glaube, hinter mir, ne? Der ist auch hinter mir. Der Sinn ist auch nicht groß, mein Lieblingsfreund. Der arbeitet auch mit Feuer. Vivian noch einen Punkt? Toll. Ja, ist richtig, da wartet er. Da wartet er. Also, die Gegner gehen mir hart dezent auf den Sack. Ja, die geben richtig Gas. Die geben richtig Gas. So, Bäh, Paradox, was meinst du? Warum Bäh? Was ist Bäh, Bäh? Das gibt es nicht. Ey, du guckst einmal runter, ich bin schon wieder tot. Was die für Schaden raushauen. Alter, wo kommt der denn war der hinter mir! Der war einfach eiskalt hinter mir!
Oh, ich habe schon wieder so viel Knete. So, Lebensriss. Streamst du jeden Tag oder arbeitest du noch was anderes? Ich bin Vollzeit berufstätig. Also sehr, sehr hart beschäftigt. Ich bin 10,5 Stunden aus dem Haus jeden Tag. Und streame fest jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Also auch nicht mal jeden Tag. Ich habe im falschen Moment nachgeladen, Mist. Also dienstags und donnerstags bin ich live, am Wochenende immer so, wie es passt. Gerne auch mit Gast, mit Gästen. Plural, Julian. Also, wenn ihr am Wochenende reinschaut, dann sitze ich hier manchmal auch mit mehreren Leuten. Da sind wir hier mit maximal 4 Leuten im Studio. Aber generell unter der Woche immer alleine. So, und jetzt kommt der nächste wieder hoch, ne? Ist immer so, man schießt immer auf einen und dann kommt der nächste hoch. Guck mal, da ist er schon. Ich hab ihm gerade seinen Fahrstuhl weggenommen. Ich muss öfters mal meine Q einsetzen, das wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Ist ja optimal als Heiler. Ja, weiß, geil, ne? Wo ist er? Was, wo? Und meine Granate hat nicht geholt. Oh. Das ist doch nicht böse gemeint. Nee, alles gut, Toni. Gerne Fragen. Quetscht mich aus. Oh, die Runde verlieren wir so richtig hart. Ja, so ungefähr. Die Runde verlieren wir so hart, ey. Wir können von mir aus auch gerne auf den Boden legen und auf den Kopf drauf rumdrücken. Hauptsache ausquetschen. Schade. Schade. So, hab nur gefragt, weil ich halt bald im Krankenhaus bin und deinen Stream schauen möchte. Das ist lieb von dir. Ich lade jeden Stream auf YouTube hoch in besserer Qualität. Also ich streame und nehme gleichzeitig auf. Das heißt, wenn du wirklich mal was schauen möchtest, ich habe, keine Ahnung, 250, 260 Videos auf YouTube. Kannst gerne mal reinschauen. Wo wohnst du? Nicht böse gemeint. Also wir fragen uns hier alles, nichts böse gemeintes. Wo wohnst du? Geil, nicht böse gemeint. Ich wohne im Raum Hannover. Hannover, bei der Cebit. Da wohnt ja einer meiner Kumpels in Hannover. Fabi, meinst du mich? Nee, ja, ich mein Fabi. Ja, hab ich auch nicht gehabt. Ein Gruppenmitglied befindet sich noch in einem Match. Was? Ja, okay, eine letzte Runde machen wir. Alles ich bin klar. Erstmal raus. Okay. Ich mach auch keine Runde mehr. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. Ja, Julian, dann machen wir jetzt beide letzte Runde, ne? Duo, wie spät ist es denn? Ja, stimmt, nach 22 Uhr. Yo! Dann machen wir die letzte Runde zu zweit. Mal kurz gucken. Gruppe Marc. Ja, wir sind alleine. Das ging ja. Ja, hab ich gerade gesagt. Das ging ja schnell. Öffnet in 26 Minuten. Das Ranked ist irgendwie zu. Machen wir einen Quickplay? Ja. Geht doch nicht anders, ne? So, kannst du mal den mit dem Doppelpistolen spielen? Oh. Oh. Den habe ich noch nie gespielt. Du meinst einen Druxus? Nein, der Matlex. Mehrere. Es gibt mehrere mit zwei Pistolen. Ich denke dann immer ja, sofort an Praxis. Ja, der Kuga hat nämlich Kuga auch... Also ich habe jetzt gerade die richtige Raumtemperatur bei mir hier. Ja, sieht man es da. Ja, Max, haust du rein. Schön, dass du da warst. 27,8 Grad bei mir gerade hier. Ja, es wird wärmer, ne? Ekelhaft. Also ich will mal ganz... Ich auch erstmal aus dem Discord raus. Ich danke für die Runden. Wünsche dir einen schönen Stream. Dir einen schönen Abend noch. Danke, dass du da warst. Ja, bis und schlaf gut. Jo. Ciao, ciao. So, du hast einen Deserteur. X-Maxed. Achso, er war noch drinne. So, Quickplay. Der war noch drinne. So. Letzte war alleine, ne? Ah, Andrax, ja, genau den meinst du. Ich probier's mal aus. Ich hab ihn noch nie gespielt. Also nagel mich nicht auf Skill fest. Ich hab diesen Charakter noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie man ihn spielt. Ich kenne seine ganzen Attacken nicht. Oh, und ich kann nicht mehr sitzen. Ah, ich hab wieder richtig Bock auf. Toll. Jetzt hab ich wieder richtig Bock auf so einen Gaststream am Wochenende. Ich muss mal gucken. Ich wollte eigentlich, so doof es sich anhört, ich wollte eigentlich die Streams ein bisschen zurückfahren und dafür mehr hochwertigere Sachen produzieren und dann vielleicht auch diese hochproduzierten Sachen dann streamen. Wo ist er? Andraxis, den holen wir erstmal jetzt. Ja, nicht Barik, da ist er. So, ich glaube, den meinst du. Oder deine Waffe. Anoxus. Aber ich glaube, den meinst du, ne? Der heißt ja Andraxis. Ich glaube, den meinst du, aber nur eine Waffe. Wir spielen einfach mal. Ja, es ist so heiß. Paradox. Wie gesagt, der Lex hat zwei Waffen und der Koga. Na, er schreibt aber Anoxus. Ich glaube, er meint Andraxis. So, er kann auch mal schnell den Booster aktivieren, ne? So ist er nicht. Sorry, wenig Caps. Alles gut. Alles gut, ehrlich. So, worauf ich hinaus wollte. Ich überlege echt Scrap Games. Puff, grüß dich.
Ich überlege echt, ob ich die Streams ein bisschen runterfahre und dafür nebenbei hochwertiger produziere und das dann live streame. Also ich hatte wirklich, ich habe mir hier so ein Studio aufgebaut, ich hatte eher so eine Art Infotainment-Show, so eine Art Sendung mal geplant gehabt. Das würde ich gerne aufnehmen, mit sauberen Cuts und tollen Übergängen, unterschiedlichen Hintergründen und mal ein bisschen diskutieren, ein paar Spiele vorstellen, sowas alles. Das hatte ich eigentlich mal vorgehabt ursprünglich und das dauert natürlich lange. Das neben der Arbeit abends zu produzieren, zu schneiden, fertig machen und und. Und dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht die Streams von 2 auf 3 erhöhe, aber nur einmal live streame und 2-mal dann vorproduzierte Sachen zeige und ach, keine Ahnung, das sind nur Überlegungen. Ich weiß gar nicht, ob ich es mache. So, Gegner, deren Gesundheit unter 50% liegt, wird 20% mehr Waffenschaden zugefügt. Das ist schon jetzt mein Favorit. Treffer mit dem Revolver erhöhen. Warte. Treffer mit dem Revolver erhöhen den Schaden beim nächsten Einsatz von Missachtung. Nee, das hört sich doof an. Umschwung feuert immer zurück und verursacht mindestens 800 Schaden. Das war das, was er meinte. Auch wenn ich keinen Schaden entgegennehme, gebe ich immer 800 Schaden ab. Und ich glaube, ist Umschwung meine Q-Fähigkeit oder meine Ult? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich nehm's einfach. Wir nehmen jetzt wirklich mal das hier. Gottgötter. Und es ist Q. Das ist meine durchgehende Fähigkeit, den Schaden zu reflektieren. Flickhände nimmst du immer, ne? Als Nahkampf. Normalschuss. Das ist der. Und meine Ult, keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Ich habe noch nie diesen Charakter gespielt. Wir probieren es einfach mal. Die Karte ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, da kannst du gut an Druxus spielen. Wand. Oh nein. Oh, was? Was? Oh, warum hat er auf einmal so viel Leben wieder? Ah. So. Oh, wir hatten da auf ihn gezielt. Der war im Gebäude hier drüben, ne? Ja, da hat er mich. Der Draxus hat mich gerade erwischt. So. Ja, der schießt halt 2-mal. Kann das einer für mich übersetzen? Ich kann da nicht antworten. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie immer mal einen Russen zwischendurch drin. Ist auch Russisch, oder? Ich mag den fast mehr als den Baum. So, auf was gehe ich denn bei dem? Flinke Hände, der lädt so lange nach. Ich gehe mal auf flinke Hände bei dem. Dann lade ich ein bisschen schneller nach. Also falls da mal einer kurz den Google Translator anschmeißen kann. Das wäre ganz nice. So, den nehmen wir mal aus dem Spiel. Wieso Google Translator? Was willst du wissen? Was? Warum Google Translator? Keine Ahnung. Was steht denn da? Pokerlöde. Ruski. Holzrusse, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Genau. Ah, Mist. Ah, ich krieg den noch nicht so hin. Baummensch, geil. Hashtag Baummensch. Wir haben einen neuen Hashtag. So, ich kann ein bisschen Russisch, wegen Gymnasium. Ja. Ah, was kann ich noch? Ich kann Schaden reflektieren und ich mache immer 800 Schaden damit. Auch wenn ich keinen eingenommen habe, keinen Schaden. Ich versuche es gleich mal. Sehr gern, Toni. Das ist schön. Das ist die von dir. Danke dir. Boah, da oben stehen sie. Oh, oh. Ich muss mich kurz heilen. Ich brauche irgendwie Heilung. Sonst bin ich hier gleich sowas von weg. Alter, was war das? Ah, ich kann mit dem nicht so gut aimen. Ich merke das richtig. Diese Einzelschüsse, die bringen mich voll raus. Mit Cassie geht das komischerweise. Aber mit Andraxis kann der nicht auch so übelst hoch springen oder fliegen oder so? Ja, ich glaube mit der F war das. Nach oben gucken und dann mehrmals diesen Dash nutzen. Den und Dash? Und dann Leertaste, ja. Und dann Leertaste halten. Und dann schwebt. Ah, ja. Stop the payload. Was kann ich noch? Q. Ich kann einen Nahkampfschaden machen. So, das war einmal ein Nahkampf. Und jetzt bin ich gleich tot, weil da kommt schon der nächste Gegner. Ich hätte weglaufen sollen. So, ich komme aus Russland. Auf einmal schon der Deutsch. Ja, hi, Scrap Games, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Hast du mich aber ordentlich verwirrt, mein Freund. Hast du mich aber ordentlich verwirrt. So. Oh, der Sinn hatte mich runter? Mit der Ulti erwischt. Ich mag Andraxis ehrlich gesagt nicht so, weil ich kann mit dem gefühlt nur den normalen Nix-Angriff machen. Hat er noch andere Fernangriffe? Nur den normalen. Ah, ich hätte... Oh, Pip hätte ich holen müssen. Ich probier mal Q einfach. Komm, gib mir mal Schaden. Nein!
Ah, den hätte ich so haben müssen. Ah, in Russland ist Helene Fischer geboren. Was? Ehrlich? Ist das so? Helene. Ah, Mist, was skill ich denn bei dem? Was brauche ich denn? Lebensriss. Mit jedem Schaden mal ein bisschen Leben? Keine Ahnung. Wie spielt man an Draxis? Ich komme mit dem gerade voll nicht klar. Was man, glaube ich, nicht unschwer erkennen kann. Ja. Ich krieg nicht mal einen mit einem Magazin down. So, der war unaufmerksam. Ich spiele den halt von Anfang an, deswegen kann ich nur mit Themen umgehen. So geht's mir mit Victor übrigens. Ah, da fehlt wieder. Es fehlt ein Schuss. Ich kriege mit einem Magazin keinen Down. Ah. Das geht aber auch. So, bei uns in Rossi ist der deutsche Leser sehr wichtig und wir untersuchen ihn für Fehler, wenn sie... Moin Julian, Linus Gamer HD, grüß dich, hi. Da ist der Linus mal wieder dabei, grüß dich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ich krieg den echt nicht gespielt. Ivo. Ja, aber ich mach nicht mal Schaden. Wo geht's denn hier durch? Ist hier nicht so ein Durchgang? Ah, Mist, dann war der da oben, ne? Da ist der Durchgang. Ja, hier rein, ja, den meinte ich. Verteidigung erfolgreich, sehr schön. Da wollte ich runter, genau das meinte ich. So, ich sehe die anderen gar nicht im Live-Chat. Lol. Ach ja, Linus, wie geht's dir? Lass mal von dir hören. Was gibt's Neues in der Rittermark? Das war, glaube ich, Herr der Ringer, oder? Was? Reiter von Rohan, was gibt's Neues in der Rittermark? Nee, nur in der Mark. Er sagt nur in der Mark. Ich muss echt mal wieder Herr der Ringe gucken. Ich liebe den Soundscore. So, wie lange machst du noch? Football Bro 06. Pff, grüß dich, hi. Ich mache noch genau diese Runde. Also wir machen nach diesem Spiel hier Feierabend für heute. Ich genieße den Rest von den Sommerferien noch, deswegen war ich nicht on. Das ist auch richtig so. Genieß die Zeit. Football Bro 06, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke dir, schön, dass du dabei bist. Und der Ice Dragon Marcel, gibt nichts Neues. Und bei dir? Marcel, grüß dich, hi. Badabusch. Da guckt der Marcel rein. Oh, da ist er. Der kloppt einfach keinen Schaden. Guck dir das an! Guck dir das an! Einmal getroffen! Ist richtig! Einmal getroffen! Alter, ernsthaft mit der Ulti. Aber nicht getötet. Ah, ich krieg einfach. Ich mach immer höchstens mal so einen Kill, da freue ich mich. Das ist so ein Moment, wo ich sage, oh toll! Nein! Ich hab gerade meine Ulti eingesetzt. Das ist doch einfach. Ice Dragon, cooler Name, Bro. Ice Dragon ist auch ein cooler Typ. Mit dem habe ich eine ganze Zeit lang zusammen Ghost in the Shell gespielt. Das gab's mal. Es wurde leider eingestellt. Ich mach nicht mal Credits. Ich mach gar nichts. Mit Andraxis, ich reiße nichts. Ich krieg nicht mal Kohle. Ah. Jaibu! Puff, hi, grüß dich! Sehe ich jetzt erst. Vor allem mit der Leggy. Leggy, Entschuldigung, mit der Leggy. Oh, Gott sei Dank, die wollte ich unbedingt noch kriegen. Ich bin fast selber tot. Was ist meine Ulti überhaupt? Hey, ja, ich wusste. Was macht meine Ulti? Ulti. Man macht 1000 Schaden pro Schuss. Ja, ein bisschen mehr Schaden, das habe ich gesehen. Ein bisschen ist gut, ne? Oh Gott sei Dank, den hätte ich auch treffen müssen jetzt. Oh, das sind mehr! Ja, ich weiß nicht, gibt's irgendwie noch mehr auf Fernkampf? Ich kann mit dem irgendwie keinen Schaden richtig machen. So, Respekt, du hast mit Andraxis getroffen. Aus Versehen. Ich habe aus Versehen getroffen. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht alle, Football Bruno 6. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und hab eine gute Zeit. Wir sehen uns Donnerstag. Ah, Ghost war einfach nur geil. Ist echt schade, dass es das nicht mehr gibt. Mir fehlen die Worte. Ich bin wirklich berührt von diesem Abschalten dieses Spiels. Ich fand's so toll. Es war einfach vom Gameplay her so toll zu spielen. Es war auch wirklich so fair gebalanced. Du hast als Anfänger sowas von mithalten können. Ich habe in den ersten Runden teilweise schon Server dominiert. Natürlich auch Runden gehabt, wo ich extrem niedergemacht wurde. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht überheblich darstellen, um Gottes Willen. Aber das Spiel war einfach sehr fair. Das will ich damit sagen. Tolles Spiel gewesen. Findet ihr, glaube ich, nur in 720p bei mir noch auf dem YouTube-Kanal.
das ist ein paar Tage her. Das waren noch ältere Streams. Die habe ich nicht hochwertig aufgenommen, leider. Leider. Das sind wirklich so Momente, wir werden jetzt auch demnächst nochmal Evolve Stage 2 spielen. Einfach, weil es bald eingestellt wird. Und ich das nochmal haben möchte. Das will ich nochmal auf meinem Kanal haben, als Content einfach. Ihr kennt euch alle so mega gut aus. Ich spiele einfach jeden Mal und mache im Schnitt 5 Kills, wenn ich nicht mit meinem Baummensch spiele. Also Groover. Servus! Oh Gott! Oh, Tymo Toys Podavski. Hi, grüß dich. Tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe oder leicht falsch oder komplett falsch. Schön, dass du reinschaust. Grüß dich. Ich habe mal Digimon Online gespielt auf Steam. Oh, Digimon. Ganz ehrlich, die PS1 oder PS2 Zeiten. Was war das denn? PS1 glaube ich sogar. Digimon World. Ja. Boah, genau. War das Digimon ein Spiel. Aber ja, oh. Digimon World selber fand ich scheiße, aber den dritten Teil, also Digimon World 2003. 2003 war auch super. Die beiden, ach, Digimon mega. World und Digimon World 2003. Die beiden, ich fand die so klasse. So. Ja, hey, Baummensch war meine Erfindung. Stimmt, Paradox. Sorry, tut mir leid. Weil ich konnte in Digimon World nie Sachen anfreunden, dass man züchten muss. Und wenn es stirbt, dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Das war super. Du konntest den ja immer speichern. Du hast ja irgendwann deine 20, 30 starken Viecher gespeichert und konntest die im Multiplayer gegen andere antreten lassen. Wenn deine Freunde auch Digimon World gespielt haben, habt ihr beide eure Digimons gelevelt und trainiert und die sind irgendwann an Altersschwäche gestorben. Da hat Mark recht, aber du konntest die immer speichern, durchgehend. Du konntest pro Sekunde das Ding einmal abspeichern. Das heißt, wenn du wusstest, es stirbt jetzt bald, dann speicherst du einfach ganz oft, trainierst, speichern, trainierst, speichern. Und wenn es dann stirbt, hast du im Multiplayer ein super starkes Digimon. Und dann geht's mit einem neuen los. Dann hast du ein ganz kleines und das digitiert dann mehrmals wieder. Also, falls ihr Emulatoren habt oder eine originale PlayStation 1 oder 2, tut mir leid. Ich glaube, 1 war es, ne? Ja. Digimon World. 2 geht aber tatsächlich auch, ja, weil die 2 ja abwärtskompatibel ist. Stimmt, stimmt. Schaut euch unbedingt Digimon World und Digimon World 2003 an. Digimon World 2003 war Pokémon-ähnlicher und Digimon World war einfach geil. Digimon World 2003 ist halt, Pokémon-ähnlich. Storymäßig. Digimon Hochlevel. Das Geile war, während die kämpfen, das Digitieren. Eins ist Nervige, war einmal nur dabei. Die Digimon, die haben sich zurückdigitiert, wie in der Serie halt immer. Und du musstest dir jedes Mal die Digitation angucken. Bei den ersten Malen super geil, super lustig. Auch gut inszeniert, aber auf Dauer bei jedem Kampf nervtötend. Einfach wirklich mega nervtötend. Ja. So. Ich muss mal gleich ganz kurz. Ich habe es den Chat so nicht mitgelesen gerade. So, jeder spricht's falsch aus. Sorry, Bro, ich dachte, ich darf es auch verwenden. Sorry. Ah, auf jeden Fall. Hier darf jeder alles verwenden. Ja, genau, so ist das. Nur online. Ich höre auf. Muss mal ausprobieren. Ist Copyright. Ich habe es vor 2 Wochen noch gezockt. Ice Dragon, was hast du vor 2 Wochen noch gezockt? Meinst du jetzt Evolve Stage 2 oder welches Spiel meinst du? Ich gehe mal von aus, Digimon. Weil wir ja gerade groß und breit drüber geredet haben. Ja, das kann auch sein, hast du recht. So. Oh, kriegen wir den Wagen jetzt? Das wäre toll, da haben wir nicht direkt verloren. Wenn wir den Wagen jetzt einmal holen wenigstens. Die laufen bestimmt oben lang, ne? Die umlaufen uns jetzt gerade. Digimon World 2003. Ah, Mist. Digimon World 2003, das ist ein klasse Spiel. Wirklich toll gewesen. Mein Lieblings-Digimon war immer Agumon, der hinter zu Wargreymon. Ja, genau. Das war einfach so geil. Der Hammer. Und ich habe damals in die Serie, weil zum ersten Mal die Mega-Digitation durchgeführt wurde, zumindest Warp-Digitation, ich fand das so geil. Ich hab so richtig Gänsehaut dabei bekommen, ey. Ja. So, Chaos Flow HD. Pff, hi, grüß dich. Schön, dass du noch reinschaust in den letzten Minuten des Streams. Aber immer schön, deinen Namen zu lesen. Ah, Mist, der letzte hat nicht getroffen. Ich hab echt ein Aim, das ist unglaublich, ey. Jenseits von Gut und Böse. So, Chaoslo, wie geht's dir? Na komm, da war er doch einmal. Boink. Was das denn gerade? An Pip mache ich irgendwie mehr Schaden. Der hält wohl nicht so viel aus. Oh, das ist meiner. Ah, komm, 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 komm. Ah, der falsche. Ehrenbrudi. Das ist cool. Ehrenbrudi ist cool. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. Gegner. Ich bin ein scheiß Huhn. Ich bin ein Huhn. Schieben erfolgreich. Ey, 3-3. Wir haben echt aus einem 3-1 Rückstand haben wir noch einen Gleichstand rausgeholt. Cool.
So, kann man mal mit dir zocken? Sehr gerne. Ihr könnt jederzeit mit zocken. Jetzt heute nicht mehr. Wie gesagt, nach der Runde hören wir auf. Bitte, also wir spielen jeden Dienstag Paladins. Das ist unser Paladinstag. Schlaf gut, Toni. Toni, so, ich gehe mal pennen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Hau rein, viel Spaß euch noch. Und korrekte Dudes. Ja, Toni, dir eine gute Nacht. Schlaf gut und habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Chimo Toys Podowski. Ich spreche es mal falsch aus. Bitte einfach dienstags gegen 19.15 Uhr auf dem Discord melden, ne? 19.30 Uhr beginnen wir den Stream und wenn ihr euch kurz vorher anmeldet, dann seid ihr auf jeden Fall fest im Team drin, wenn der Stream beginnt. Denn Marc und ich, wir fangen immer zu zweit an. Wenn die Gruppe voll ist, ist sie voll. Drei Plätze haben wir immer frei. Genau. Und wenn sie voll sind, sind sie voll. Wir schmeißen jetzt keinen raus, falls ein Zuschauer mitspielen möchte. Wenn Plätze frei sind, kann jeder Zuschauer jederzeit mitmachen. Aber der Bombkill macht's echt gut. Ist er auch schon mal zu. Oh, Gott sei Dank, der ist schon mal weg. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. Ich bin gelähmt. Bombe, betäubt, Bombe. Das kann nicht wahr sein. Ey, wo schießt ich überhaupt hin? Auf was? Auf was ziele ich denn? Marc, der vor dir ist eine Bombe, ne? Komm her, komm her, komm her. Oh, Gott sei Dank, ich hab den Bombkin gekriegt. Badabusch. Okay, cool. Ja, wie gesagt, ihr könnt jederzeit gerne mitspielen. Seid herzlichst eingeladen. Aber wenn der Platz da ist in der Gruppe. Ey, wir müssen so diesen Wagen hier einnehmen. Oh, dieser Sinn. Gib doch. Wow, wow, wow. Sehr schön. That's five in a row. Ey, du räumst ja richtig ab hier gerade, Marc. Sehr schön. Oh, das ist. Ey, wir lagen 3-1 zurück und wir machen die Runde jetzt. Ist das geil. Eine schöne Abschlussrunde. Ich habe eine Ulti ready. Ach, oh, schade, ich hätte gerne noch meine Ulti eingesetzt. Sehr schön. Ich war's nicht, nein. Victor ist ganz geil, oder, Marc? Ja, das geht gut auf. Das war meine Ulti. Ah, ja, ja, perfekt. Perfekter Zeitpunkt. Schön rein. Drücken, 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 genau. Da war der nächste Kill drin. Drei Kills. Super. An welchen Tagen machst du immer Streams? Ich bin dienstags und donnerstags immer online ab 19.30 Uhr oder 20 Uhr. In diesem Zeitfenster, das halte ich mir offen wegen Arbeit. Mal bist du später zu Hause, mal isst du noch was. Keine Ahnung. Du bin ich. Und dann fange ich halt demnach, ja, 19.30 Uhr oder 20 Uhr dazwischen irgendwann an. Und dann immer bis mindestens 22 Uhr. Jetzt haben wir 20 nach 10, finde ich auch in Ordnung. Aber dienstags, donnerstags ist fest. Und an Wochenenden immer so, wie es passt, das gebe ich dann meistens noch bekannt auf Facebook oder auf Instagram. Meistens auch dann nur noch auf dem Discord, weil die meisten Leute sind auf dem Discord. Die erreiche ich alle damit. Aber das sind so die festen Tage. Paradox, eine gute Nacht, schlaf gut. So, ja. Ich mache den Ton weg. Ich mache mich wieder in groß zu eurem Leid. Erstmal gemütlicher hinsetzen. So, Marc, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Oh, Marc macht schon seine Abmoderation. Marc, an der Stelle danke ich dir erstmal, dass du mitgemacht hast. Dann mache ich mich auch mal hier stumm. Stumm schalten. So, was? Achso, da bist du ja schon wieder. Marc, danke fürs Mitmachen. Ja, ich hatte gerade mal kurz meinen Stream ausgemacht, deswegen habe ich gemutet. Ganz genau, und das mache ich jetzt. Also erstmal danke an dich. Schön, dass du dabei warst heute. Dann mute ich mich mal kurz, ja? Jo. So, jetzt bin ich ruhig für den Marc. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Danke für eure Follows und für eure Chat-Aktivität. Es war echt toll. Dienstag ist heute, Donnerstag geht's weiter. Ich weiß noch gar nicht mit was. Doch, ich weiß es. Was sage ich denn da? Das ist meistens so meine Ausrede. Ich weiß noch gar nicht, was wir spielen. Doch, wir spielen Donnerstag Black Wake. Wir spielen Black Wake. Schaut es euch mal auf Steam an oder auf meinem YouTube-Kanal. Da findet ihr auch schon drei, ich glaube, dreimal haben wir es gespielt bisher. Drei Runden Black Wake. Also drei lange Runden, drei Abende. Mit mehreren Runden. Genau, das wird eine etwas größere Runde. Der Marc ist wieder dabei. Far Away Phobi, der Fabian wird dabei sein. Wenn er es schafft, beruflich ist er viel unterwegs, dann wird auch der Sebastian dabei sein, der About Blank. Und ja, dann gucken wir mal, wer noch dabei ist. Also vielleicht kriegen wir 4, 5, 6 Leute voll. Black Wake, wenn ihr mitmachen wollt. Ich glaube, die Schiffe fassen, ey, ich glaube, da kannst du mit 8 oder 11 Leuten im Team spielen. Falls ihr Black Wake habt und mitmachen wollt, seid Donnerstag dabei. Schreibt kurz auf den Discord, dann kommt ihr in die Gruppe mit und dann seid ihr dabei. Ja, aber so viel dazu. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Das ist immer so schwer, einen Abschluss zu finden. Ich finde es immer so schwer, eine Abmoderation zu machen. So, tschüss, bis Donnerstag. Yo, haut rein, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart.
Und dann haltet die Ohren steif, schlaft gut, habt eine gute Zeit bis dahin. Und Donnerstag geht's weiter. Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao. Puff.